Ja, herzlich willkommen und ich freue mich, dass so viele begeisterte Zuhörer schon darauf warten, bald unseren Referenten zu hören. Ich zeige mal ganz kurz, um was es geht. Die meisten wissen es ja sowieso, aber vielleicht hat sich der eine oder andere hier in diesem Raum verirrt und stellt plötzlich fest, er wollte eigentlich lieber was über was weiß ich, hier Schuhreparatur erfahren, der kann jetzt wieder rausgehen. Aber alle anderen, die ganz gerne sich über die Artenvielfalt im Garten vom Andreas oder generell in Gärten informieren wollen, die sind herzlich willkommen in unserem Webinar von Green City im Projekt Blühende Bänder. Mein Name ist Sebastian Gart. Diejenigen, die es nicht sehen können, ich halte hier nochmal mein Schildchen in die Kamera. Wir sind meine Kollegin, die Lea und ich von Green City und haben ein Projekt, das Blühende Bänder heißt, gemeinsam mit der TU München, wo wir uns eben anschauen, was notwendig ist, um Artenvielfalt in der Stadt zu fördern, vor allem eben die Artenvielfalt von heimischen Pflanzen, Blühpflanzen und deren Bestäuber. Und in dem Rahmen machen wir Green City die Kommunikation zu dem Forschungsprojekt und haben eben verschiedene Referenten eingeladen. Heute der Andreas. Ganz kurz zum Organisatorischen. Wie gesagt, die letzten, die jetzt reingekommen sind, schaltet bitte zunächst eure Mikrofone auf lautlos, auf still und eure Kameras aus. Dann haben wir eine optimale Übertragungsqualität. Und gerne könnt ihr die Fragen, die ihr habt, während der Referent spricht, in den Chat schreiben. Die nehmen wir dann auf und schauen, dass wir sie dann zeitnah beantworten können. Ansonsten ist natürlich auch im Anschluss an das Webinar der Andreas noch da. Für etwa 30 Minuten bis um 7:30 ist er auf jeden Fall verfügbar und beantwortet gerne alle eure Fragen. Genau, was gibt es noch zu berichten? Soweit eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viel von mir. Wie gesagt, ich bin von Green City e.V., ein Münchner Verein, den werden die allermeisten kennen. Die Lea, meine Kollegin, ist heute an der Pforte und lässt die ganzen Wartenden rein. Wir haben mit über 130 Anmeldungen sehr, sehr viele heute. Das sprengt bei weitem unsere Kapazität. Beim nächsten Mal sind wir besser vorbereitet und kaufen uns ein größeres Paket von Zoom. Also wir müssen da ein bisschen investieren. Ich schicke gerne am Ende, schicke ich dann nochmal einen Link auf eine PayPal-Spende oder auch auf unsere eigene Spendenseite, wer spenden möchte, wem das Webinar gefallen hat. Da freuen wir uns sehr drüber. Ist natürlich kein Muss, es ist für jeden kostenlos, aber ist natürlich ein nettes Signal an uns und Referenten. Genau, der Andreas, den kenne ich schon ganz, ganz lange und er kennt mich auch schon ganz, ganz lange. Das ist ganz schön und verbindet eine alte Freundschaft. Wir haben gemeinsam studiert in der LMU in München. Der Andreas hat Botanik studiert und ist dabei geblieben. War damals schon sehr berühmt dafür, dass er die größte Sammlung parasitischer Pflanzen, die größte Lebendsammlung parasitischer Pflanzen weltweit hatte und hat immer noch eine sehr beeindruckende Sammlung an fleischfressenden Pflanzen, die sein Steckenpferd sind. Da hat er sich schon während der Diplomarbeit, während der Doktorarbeit und jetzt immer noch damit beschäftigt, hat aber ein zweites Steckenpferd, das sind die Wildbienen und vor allem die Wildbienen, aber auch andere Bestäuber. Und die möchte er natürlich gerne beobachten können, ohne dass er irgendwo groß in der Weltgeschichte rumreisen muss. Gerade in Zeiten von Corona ist es ganz, ganz gut und passend, wenn man dann das direkt einen Meter von seinem Haus im eigenen Garten tun kann. Und deswegen habe ich ihn gebeten, lieber Andreas, ob du uns einfach mal ein bisschen sagen kannst, wie bist du dazu gekommen? Wie hast du es geschafft, in deinem Garten so eine unglaubliche Vielfalt von, ich weiß nicht, wie viele Arten, das wirst du aber auch gleich sagen, zu bekommen, wie du da reinbekommen hast, was du dort beobachten kannst und wie das auch du das schaffst, dass es immer noch so ist dort. Genau, also ich habe den einen oder anderen habe ich schon ein paar Informationen geschickt zum Andreas, die sich da vielleicht schon mal ein bisschen reingelesen haben. Der Andreas ist tatsächlich eine Koryphäe, nicht nur auf seinem Gebiet, sondern auf vielen Gebieten. Er hat so viele wissenschaftliche Aufsätze und Paper geschrieben, dass ich sie gar nicht zählen kann. Er war in Brasilien, in Afrika, in Südafrika, Sierra Leone, Thailand, Venezuela, Australien, Sambia. Wir haben gemeinsam gesammelt. Wir haben wilde Zeiten, tolle Zeiten durchlebt. Und ich bin total froh und stolz, dass ich heute einen so prominenten Wissenschaftler hier ankündigen darf, der vor allem aber auch nicht abgehoben ist, sondern auch in ganz einfachen Worten für jeden verständlich das Thema öffnen kann und auch hoffentlich Begeisterung sehen kann. Und damit würde ich sagen,
bin ich raus. Andreas, das Wort ist deins. Go for it. Und ja, viel Spaß im Webinar allen Zuhörenden. Alles klar. Also vielen Dank für die nette Einladung und die Einleitung, Sebastian. Ich werde gleich meinen Bildschirm teilen. Ist das von der Tonqualität her so optimal? Verstehen Sie mich alle gut? Ich bin hier auf dem Land draußen, also ich bin nicht in München, ich bin in Landsberg am Lech, wo der Garten ist. Da haben wir etwas schlechtere Verbindungsqualität möglicherweise. Dann würde ich jetzt meinen Bildschirm teilen und mit der Präsentation beginnen. Andreas, warte mal ganz kurz. Der Ton ist nämlich nicht ganz optimal, zumindest bei mir. Ich bitte nochmal alle Teilnehmer, die jetzt noch da sind. Für dich auch schlecht, aber... Genau, ob Sie vielleicht kann einfach schon mal Ihre Kamera ausschalten, während der Andreas spricht. Natürlich sind wir im Chat immer zu erreichen. Genau. Also das habe ich. Ich bin mittlerweile Online-Vorlesungen oder Online-Vorträge gewohnt und ich habe gemerkt, dass bei Zoom so ab 30 Teilnehmern, wenn die Leute ihr Mikrofon aushaben und ihren Bildschirm aushaben, dann läuft das etwas flüssiger. Funktioniert das? Keine Rückantwort? Ja, also ich habe das meiste verstanden, aber nicht alles. Aber ich sehe im Chat, viele sagen, es funktioniert gut. Sie können dich gut hören, mich nicht so optimal, aber du bist ja auch die Hauptperson, deswegen sprich einfach. Gut, alles klar. Der Bildschirm ist dann wohl auch da. Gut, der ist da. Ja, genau. Dann würde ich anfangen, genau. Also zum Thema insektenfreundliche Gärten, Artenvielfalt in den Garten säen. Denn es gibt Saatmischungen kriegt man momentan überall angeboten. Es gibt unterschiedliche Maßnahmen, Insekten, Misthilfen bauen. Und einige davon gehen gut und andere gehen weniger gut. Es kommt nämlich ein bisschen darauf an, wie man das macht. Also man muss schon ein bisschen Hintergrundwissen haben. Nicht alle Maßnahmen, die man machen kann, bringen auch was. Vor allem gibt es da viel Aktionismus. Irgendwelche Blühmischungen aus dem Gartenmarkt aussehen, aus dem Baumarkt aussehen, das bringt nicht immer ganz so viel. Und da möchte ich Ihnen ein bisschen was aus meinem Garten Beispiele nennen. Ich hätte Sie gerne live in diesen Garten mitgenommen, aber es regnet draußen in Strömen. Also das ist direkt hier vor meinem Arbeitszimmer, vor der Haustür. Sieht es gerade so aus, also relativ nass, obwohl gerade der Frühlings- oder Frühsommeraspekt beginnen würde. Und deswegen muss ich Sie also mit Bildern vertrösten. Die allermeisten Bilder habe ich in diesem kleinen Reihenhausgarten in Landsberg am Lech gemacht, der nicht sehr, sehr groß ist, wo ich vielleicht so 10 Quadratmeter Wiese habe, einen kleinen Steingarten, den Sie im Hintergrund sehen, ein paar Blumenbeete und so weiter und Gewächshaus mit meinen fleischfressenden Pflanzen natürlich. Ich werde Ihnen da aber was auch noch dazu sagen im Weiteren. Das ist nämlich nicht nur ein reiner Insektengarten, da ist auch ein Nutzgarten dabei und ein bisschen was als Spielwiese für die Kinder und genau. Ich möchte aber noch als kleine Einleitung, was ist der Grund dahinter, warum ich das tue? Aha, bei mir erscheint jetzt, die Internetverbindung ist instabil. Ich soll das Video beenden. Das ist, ich gucke gerade, das liegt aber nicht an mir. Also bei mir ist die Übertragung gut genug. Genau, also tatsächlich scheinen wir hier mit leichteren technischen Schwierigkeiten zu kämpfen. Ja. Ich denke, wir haben jetzt keine andere Möglichkeit, als fortzufahren und zu hoffen, dass es sich einigermaßen ergibt. Wenn mir was anderes einfällt, gebe ich nochmal Bescheid. Alles klar, solange ich zu verstehen bin und die Bilder zu sehen sind, reicht alles. Genau. Also warum mache ich dieses Engagement? Sie sehen hier eine Blumenwiese und das ist leider eine Rarität mittlerweile. Aus meiner Kindheit in den 80ern gab es die noch überall. Da muss man mittlerweile sehr weit fahren, Richtung Berge zum Beispiel, Richtung Alpen, um noch solche intakten Blumenwiesen zu finden. Das Problem ist, diese mageren Blumenwiesen, das wären eigentlich unsere tropischen Regenwälder, diese ein- bis zweischürigen Wiesen. Das sind also Wirtschaftswiesen, die ein- bis zweimal im Jahr gemäht werden, um Heu zu machen. Das ist der artenreichste Lebensraum, den wir in Mitteleuropa haben, unsere kleinen Korallenriffe oder tropischen Regenwälder. In diesen Blumenwiesen findet man teilweise mehr als 60, teilweise mehr als 120 verschiedene Pflanzenarten aufeinander. Und wenn man das Bodenleben mit dazu nimmt, teilweise pro Quadratmeter mehr als 1000 verschiedene Insektenarten, Spinnentiere und so weiter. Das ist wirklich unsere artenreichsten Lebensräume, zumindest für Pflanzen und Kleintiere. Leider gibt es diese Bilder relativ selten mittlerweile, denn unsere Landschaft ist sehr fragmentiert. Wenn man hier dieses Satellitenbild anschaut, hier ist meine Heimatstadt Landsberg, hier der Lech, dann sieht man, gibt es einige Wälder und ansonsten relativ viel diese Schachbrettmuster, das sind alles landwirtschaftlich genutzte Flächen. Dort werden irgendwelche Feldfrüchte angebaut.
Und es gibt noch diese kleinen Inseln, jetzt exemplarisch irgendwas eingezeichnet, von Naturschutzgebieten, wo man meinen könnte, da ist die Welt noch in Ordnung. Und selbst da merken wir seit einiger Zeit, dass dort die Biodiversität an Insekten und Pflanzen zurückgeht, obwohl sich am Management dieser Flächen nichts ändert. Und das liegt einfach daran, wir vermuten das vor allem genetische Verarmungseffekte. Sie müssen sich immer vorstellen, die Krefelder Studie, die in den Naturschutzgebieten, das waren eigentlich Landwirtschaften, das waren Naturschutzgebieten, auch in den Landwirtschaften, Lebensräume nicht mehr vernetzt sind. Es kann keinen genetischen Austausch mehr geben. Es sind lauter kleine Inseln in einer lebensfeindlichen Landschaft. Und dass dieser genetische Austausch wichtig ist, das wissen Sie vielleicht alle. Alle Tierparks, alle Zoos, die züchten nicht ihre Giraffen unter sich immer wieder, sondern der Tierpark Hellerbrunn und Hagenbeck und so weiter, die tauschen ihre Giraffen natürlich aus, um einer genetischen Durchmischung zu sorgen. Und wir haben hier mit diesen letzten Inseln von intakten Lebensräumen, haben wir sowas, so kleine Inseln, wo kaum genetischer Austausch mehr stattfindet. Und das ist ein großes Ziel, das wir schaffen müssen. Wir müssen diese Lebensräume wieder vernetzen. Wir müssen Biotopbrücken schaffen, blühende Inseln. Und das kann alles sein, Straßenbegleitgrün, Parks und Privatgärten, das sind diese sogenannten EDA-Flächen, also Flächen, die eh da sind, wo Potenzial da wäre, das aber falsch genutzt wird bloß. Also kahlrasiertes Straßengrün, das mag für manche Leute schön aussehen, für die Biodiversität nützt es nichts, obwohl wir diese Fläche nutzen könnten. Da möchte ich kleine Tipps und Tricks sagen, wie man das eben artenreicher machen kann, dieses Grünland. Genau, das ist ich bringe ein paar Fotos, die ich nicht selber gemacht habe, die bringe ich aus dem Internet. Das ist der moderne Trend der Gartengestaltung. Entweder gleich so ein Schottergarten, ich weigere mich, das Steingarten zu nennen. Ich selber habe auch einen Steingarten. Ein Steingarten ist für mich ein Alpinum, also ein Teil, der extrem artenreich ist, wo alpine Pflanzen mit großen Steinen als Wärmeinseln, wo man die kultivieren kann. Das ist einfach ein Unkrautvlies, Schotter drauf und ein paar Pflanzen, ein paar Bäume, die zurechtgestutzt sind, die so viel kosten, dass wer auch immer sich diesen Garten angelegt hat, der könnte da 30 Jahre einen Landschaftsgärtner bezahlen, der ihm einen naturnahen Garten macht, bevor er dieses hässliche Ding hat. Das gibt es eine Facebook-Seite, Gärten des Grauens, und ich finde, das trifft es sehr gut. Dieser Garten, wenn ich dieses Bild sehe, ich kann anhand des Bildes nicht sagen, ist gerade Januar oder ist gerade Juni. Ich könnte an dem Bild auch nicht sagen, ist der Garten 10 Tage alt oder 10 Jahre. Dieser Garten sieht immer gleich aus. Ich werde Ihnen nachher Bilder meines Gartens bringen. Ich kann an meinem Garten an einem Foto sehen, so ungefähr welchen Monat und sogar ab, ob ich Anfang des Monats habe, Ende des Monats. Also bei mir blühen bis auf Dezember, eigentlich von Januar bis November, jeden Monat andere Pflanzenarten. Ja, hier ein Bild aus meinem Garten im Hochsommer. Also es sind Zierpflanzen, es sind aber vor allem heimische Pflanzen da drin. Und das ist also ja ein bisschen geordnete Wildnis. Da möchte ich Ihnen dann mehrere Bilder aus verschiedenen Jahreszeiten bringen. Es ist also möglich, auch im eigenen Garten so ein bisschen Wildnis zu haben und dann unglaublich viele Tierarten. Das ist eine natürliche Wiese. Artenvielfalt. Da ist Leben, das ist schön bunt. Das ist auch eine Fläche, die ist schön bunt. Da sehen Sie viele verschiedene bunte Pflanzen. Kann man gleich sagen, schön bunt ist gleich Artenvielfalt? Und das stimmt leider nicht. Das ist eine ausgesäte Wiese, eine künstliche Blühmischung, die keine Blumenwiese ist. Das muss man dazu sagen, das ist leider was heutzutage aktionistisch gemacht wird. Blumenwiesen und Offengrünland, artenreiches Grünland, irgendwie Hecken, Wiesen, Ackerrandstreifen, die werden umgepflügt und dafür wird dann als Alibi häufig so eine Blühmischung ausgesät. Wenn Sie das hier anschauen, diese Pflanzen, diese Cosmea hier, die kommt aus Nord- und Südamerika. Diese Trichterwinde hier, die kommt aus Südamerika. Dieser Mohn aus dem Mittelmeergebiet. Diese Pflanze, diese gelbe hier aus Nordamerika. Da haben wir Pflanzen aus Asien dabei. Das einzig Heimische wären diese Kornblumen. Und die, wenn man genauer hinschaut, das sind gefüllte Kornblumen. Also das ist eine Mischung, die schaut für das menschliche Auge vielleicht schön bunt aus, hat aber keinerlei Wert für unsere heimische Insektenvielfalt. Diese Blühmischungen, die nutzen vielleicht ein paar Generalisten, aber ansonsten nichts. Also es werden viele Wildblumenmischungen angeboten. Da
teilweise von Baumärkten, teilweise aber auch Blühmischungen von Naturschutzverbänden. Das sind dann Blumenmischungen, Nützlingsmischungen. Hier mit Photoshop ist so ein kleiner Fuchs, so ein Schmetterling hier drauf retuschiert. Oder hier, ich mag es wild, weiß nicht, was die anlocken soll, vielleicht Tiger. Also ich gebe das Artenvielfalt aus der Samentüte. Ich kaufe mir eine Blühmischung, wo drauf steht, das Nützlingsparadies, die mache ich auf. Die sehe ich in meinem Garten und im nächsten Jahr oder vielleicht sogar im selben Jahr schon habe ich meine Insektenvielfalt. Das geht leider nicht. Also diese Blühecker und Blühstreifen, die haben eher Alibi-Funktion, das sieht schön bunt aus. Die sind darauf getrimmt, ein paar Generalisten zu nützen. Also sie werden dort Honigbienen finden, die können mit fast allen Blüten umgehen. Die können auch wildbestäubte Pflanzen sogar nutzen. Also Honigbienen sind da absolute Generalisten. Aber dann sieht es schon ganz dünn aus. Also sie werden ein paar Schmetterlinge dort finden, so wie sie Schmetterlinge am Schmetterlingsflieder sehen. Aber sie retten mit Schmetterlingsfliedern unsere heimische Insektenvielfalt nicht. Der Schmetterlingsflieder und diese Blühmischungen, die nutzen, wenn dann, den adulten Schmetterlingen. Und dieser Blühmischung hier ist keine einzige Pflanze dabei, die als Raupenfutterpflanze für einen Schmetterling dienen würde. Deswegen, wenn Sie in Ihrem Garten was für Schmetterlinge machen wollen, schmeißen Sie den Schmetterlingsflieder raus oder den großen Garten haben, dann können Sie den Schmetterlingsflieder drin lassen, um die Schmetterlinge zu beobachten. Aber ein Schmetterlingsflieder lockt nur die ausgewachsenen Schmetterlinge an. Mehr macht er nicht. Da ist jede Brennnesselecke wertvoller für unsere Schmetterlinge und ein paar heimische Pflanzen. Also diese Blühecker und Blühstreifen, das, was wir im Baumarkt kaufen können, diese Saatgutmischungen, die können unsere heimischen Blumenwiesen nicht ersetzen. Mit denen können wir das Insektensterben nicht verhindern. Also das, was momentan gemacht wird, dass diese Blühecker überall vom Bauernverband und sonstigen Vertretern, auch von der Politik, überall gesät wird, das sieht schön aus, aber das wird unser Insektensterben nicht retten. Dazu brauchen wir eine extensivere Nutzung des Offenlandes, vor allem der Blumenwiesen. Man kann ein bisschen was im eigenen Garten machen mit Wildhecken, das ist jetzt nicht mein Garten. Und ich möchte ein paar kleine kostengünstige Maßnahmen bringen, die viel erreichen. Also alles, was ich mache, man kostet nicht viel, es kostet Geduld. Das ist das, was wir leider heute wenig haben. Geld haben viele, aber Geduld haben wenige Leute. Also, und da wäre eine Maßnahme bei Bepflanzungen im eigenen Garten, aber auch im öffentlichen Raum. Nicht auf die Ästhetik achten, sondern auf den Nutzen der Pflanzen für die heimische Tierwelt. Das gilt gerade dort bei Bauplanungen, bei den Leuten, die entscheiden können in Städten und Gemeinden. Machen Sie nicht das, was der Architekt schön findet, sondern machen Sie das, was die Landschaftsarchitekten oder die Landschaftsplaner, vor allem wenn sie einen biologischen Hintergrund haben, was die ihnen sagen. Also auf die Ästhetik nicht so sehr achten, sondern auf den Nutzen der Pflanzen für die heimische Tierwelt. Heimische Wildsträucher und Bäume verwenden. Da kann ich Beispiele bringen. Das ist auch in meiner Nähe. Das ist ein Platz, der wurde mit Platanen bepflanzt. Die Platane ist kein heimischer Baum. Man hätte an diesem Platz genauso Bergahorn pflanzen können. Das wäre den Anwohnern nicht aufgefallen. Diese beiden Bäume sehen ähnlich aus, haben ähnliche Funktionen, aber der Unterschied für die Tierwelt ist gravierend. Wenn ich das mal vergleiche, die Platane, unsere Straßenplatane, das ist eine sterile Hybride aus zwei Arten, Platanus hispanica, das ist ein robuster Straßenbaum, die ist nicht heimisch, die bietet keinen Pollen und keinen Nektar für Insekten, denn die ist steril. Das heißt, null Insektenarten nützen diese Blüte. Sie bietet keine Früchte und Samen für die Tiere. Sie werden zwar ab und zu an diesen Platanenkugeln im Winter Vögel dran sehen, vor allem verschiedene Finkenarten, also wenn es richtig kalt ist und die Bergfinken kommen, dann zupfen die diese Kugeln auseinander, nehmen die auseinander, aber das ist wie wenn sie denen leere Sonnenblumenkerne, also taube Nüsse füttern würden. Diese Samen sind leer, die pflücken die auseinander, finden dort aber nichts. Und kein einziger Schmetterling nutzt die Platane als Raupenfutterpflanze. Nehmen wir den heimischen Bergahorn, der ist einheimisch. Der bietet reichlich Pollen und Nektar für Insekten. Das können Imker bestätigen oder wenn Sie es nicht glauben, stellen Sie sich einfach mal unter einen blühenden Ahorn, wenn der seine schönen lindengelben Blüten im Frühjahr hat, der summt und brummt richtig, der bietet viel Nektar und viel Pollen. Ich habe an einem Ahorn etwa 40 verschiedene Insektenarten. Mein Fokus ist vor allem Wildbienen, aber auch andere Insekten habe ich da fotografiert und dokumentiert. Die Früchte, die bilden alle Ahornarten, das sind diese Nasenzwickler, die wir kennen. Die werden von vielen Tieren gefressen, nicht nur Vögeln im Winter oder im Herbst. Es gibt bestimmte Wanzenarten, die saugen diese Samen aus. Und mindestens 17 Schmetterlingsarten fressen am Laub des Bergahorns als Raupe. Diese Daten kriegen Sie auf einer Seite vom Bundesamt für Naturschutz, FloraWeb nennt die sich.
Dann klicken Sie hier auf Schmetterlinge und dann erscheinen die Arten der Schmetterlinge, die an dieser Pflanze fressen, von denen es bekannt ist. Das sind etwa 17 für den Bergahorn laut dieser Liste. Das heißt, Sie können mindestens 57 Insekten mit einem Tieren mit einem Bergahorn nutzen. Und das ich habe jetzt wirklich nur ganz grob gezählt. Denn bei einer Platane sind es aufgerundet 0. Und so ist es in vielen Bereichen auch im heimischen Garten. Es werden jetzt zum Beispiel von vielen Gemeinden im Rahmen des Insektensterbens, da heißt es, wir tun was für Insekten und da werden für Tausende von Euro werden Zwiebelpflanzen, Krokus, Narzissen und Tulpen gepflanzt. Und da muss man sich klar sein, wo stammen diese Frühjahrsblüher her, diese Zwiebelpflanzen. Krokus aus dem Mittelmeergebiet, die Tulpen von der Iberischen Halbinsel, die Tulpen aus Persien, aus dem Nahen Osten, die Narzissen von der Iberischen Halbinsel, das sind alles keine heimischen Pflanzen. Wir hätten eine Krokusart, die heimisch ist, die im Alpengebiet aber viel, viel später blüht. Ich habe auch bei mir Krokus im Garten, weil ich die schön finde. Aber wir müssen uns klar sein, wenn man Krokusse pflanzt, wenn also da viel Geld in die Hand genommen wird von irgendwelchen Gemeinden oder von Privatgärtnern, dann machen wir das um uns selber, weil uns die Krokusse gefallen. Unsere heimischen Insektenwelt nützen wir damit nicht. Da müssten wir eher für Weiden stecken. Wenn Sie wirklich viele heimische Insektenarten im Frühjahr sehen wollen, dann können Sie Weiden pflanzen. Wir haben allein im Münchner Raum 12 heimische Weidenarten, die getaktet blühen. Das geht also mit diesen Kätzchenweiden, mit der Saalweide oder der Reihweide, der Hechtweide, geht das im Frühjahr los, so Mitte, Ende März. Und die letzten Weiden, so die Silberweiden, die blühen bis Mitte Mai und die blühen so um 2 Wochen versetzt. Das kann man schön sehen, wenn man mit dem Zug fährt und durch die Auengebiete fährt, dann sieht man, das schaut jede Woche ein bisschen anders aus. Ich bin Berufspendler, das sieht man dann schön, da blühen Weidenart. Das heißt, Sie könnten schon eine geschlossene Prachtquelle, also ein Nektar- und Pollenangebot für blütenbesuchende Insekten in Ihrem Garten schaffen, indem Sie alleine die 12 heimischen Weidenarten pflanzen würden. Da hätten Sie von Ende Februar, Mitte März bis jetzt um die Zeit, hätten Sie allein mit Weiden die Insekten schon versorgt. Auch da habe ich wieder so einen Vergleich gemacht. Die Tulpe, ich habe gesagt, kommt aus dem Nahen Osten, ist nicht heimisch, bietet keinerlei Nektar. Das ist eine Käferblume. Also dort, wo die Tulpen vorkommen, da blühen die nach der Schneeschmelze. Das ist irgendwo im Iran und im Irak, so im Juni, Mitte Juni rum. Da fliegen dann in die Berge die Käfer rauf, die sich von den Pollen dieser Tulpen ernähren. Bei uns fliegen zu der Zeit, zu der die Tulpe blühen, keine Käfer, die von diesen Pollen nutzen können. Also eine Tulpe im Garten, das liegt allein unserer Optik. Ich habe dann trotzdem 2 bis 3 Bienenarten oder Schmetterlingsarten gesehen. Früchte oder Samen bilden die Tulpen zwar aus, zumindest Wildtulpen, die werden aber von unseren heimischen Tieren nicht genutzt und kein Schmetterling frisst an unseren Tulpen, weil wir eben keine heimische Tulpenart haben. Ja. Darf ich ganz kurz unterbrechen? Es kommen nämlich jetzt sehr, sehr viele Fragen rein. Ich würde es vielleicht einfach gerne mal ein paar der Fragen an dich stellen, weitergeben. Genau. Darf ich, weil ich bin mit dieser Folie dann fertig, wenn ich die Saalweide einfach jetzt der Tulpe noch gegenüberstelle und dann würde ich ein Bild einblenden mit einer Tulpe drauf und dann haben wir einen schönen Hintergrund, wo wir dann die Fragen machen können, oder? Perfekt, super, gut, danke dir. Ja. Also die Saalweide, eine von 12 heimischen Weidenarten, die ist also heimisch, bietet reichlich Pollen und Nektar für Insekten. Wenn wir unter den Zuhörern Imker haben, die werden mir das sofort bestätigen. Da gibt es so Pollenzahlen. Ich glaube, die Saalweide, höchste Kategorie im Frühjahr. Ich habe 100 verschiedene Insekten fotografisch dokumentiert, also mindestens an einer Weide bei mir im Garten, an einer großen Weidenpflanze. Die Früchte und Samen werden von Tieren gefressen. Es gibt sogar Vogelarten, die polstern damit ihre Nester. Und unglaubliche 129 heimische Schmetterlingsarten nutzen die Saalweide als Raupenfutterpflanze. Das ist jetzt nur eine von unseren heimischen Weidenarten. Das heißt, Sie können das ganz schnell multiplizieren oder erhöhen, indem Sie nicht nur eine Saalweide pflanzen, wenn Sie einen großen Garten haben, sondern auch noch andere Weidenarten. Das heißt, im Vergleich zur Tulpe, mit der Sie 2, 3 Arten fördern können, können Sie mit einer heimischen Weide etwa 230 Insektenarten fördern, oder Tierarten. Und ich habe natürlich auch die Tulpe im Garten, als Akzeptanz im Frühjahr schmackhaft zu machen. Mir geht es um diese kleinen Pflanzen. Wenn im Frühjahr hier das durchblätterte Hellerkraut blüht oder diese kleinen unscheinbaren Frühlingsblüher, das ein bisschen Farbe in der Wiese ist, pflanze ich diese Tulpen. Das geht sehr gut auf öffentlichem Grün, wo man im Frühjahr, wo viele Leute dann auch sagen, das ist jetzt, was ist denn das? Da blüht ja nur Unkraut und Löwenzahn.
dann pflanzt man ein paar nicht heimische Pflanzen dazu, möglichst aus biologischem Anbau, um die Akzeptanz für diese Flächen zu fördern. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt die ersten Fragen, die da genau. aufblinken. Mhm. Wunderbar. Also zum einen war die Frage, wie wichtig ist es denn tatsächlich, autochthones, also heimisches Saatgut im eigenen Garten, wenn man jetzt in der Nähe vom Stadtrand wohnt, zu pflanzen? Ja. Muss man nicht dringend darauf achten oder geht es auch mit was anderem? Diese Frage würde ich gerne schieben, die beantworte ich nämlich noch im Laufe des Vortrags. Genau. Generell gilt, anlegt und wie man das Ganze aussieht und was man beim Saatgut beachten sollte. Also die Frage werde ich beantworten im Laufe des Vortrags. Genau, der Alexander hat dann noch gefragt, gibt es denn überhaupt noch heimische Arten? Kann man noch von heimischen Arten sprechen, weil wir doch so einen starken Transfer haben über die ganze Welt? Ja, ganz interessante Frage. Da kenne ich die Zahlen aus München, weil wir für die Flora von München die alles erfassen, was so um München rumblüht. Und München hat so um die 2600 verschiedenen Pflanzenarten. Wir haben alles erfasst, was seit 250 Jahren in München dokumentiert ist. Und das sind etwa 2600 Pflanzenarten, von denen etwa ein Viertel, also 25%, ausgestorben sind in den letzten 200 Jahren. Gleichzeitig sind in den letzten 200 Jahren ein Viertel an Pflanzen als Neophyten neu hinzugekommen. Das heißt, die Artenzahl ist etwa gleich, aber wir können etwa, ich glaube, um den Raum München wissen wir, also ein Viertel ist etwa fremdländische Pflanzen und drei Viertel sind heimische Pflanzen. Die gibt es also auch noch in der Stadt wie München. Netto bleibt gleich die Anzahl der Pflanzenarten, aber die ökologische Funktion ist unterschiedlich. Also für einen Geißklee, der ausstirbt in München, kann nicht irgendwie ein Japanknöterich diese Funktion ersetzen. Jedes Lebewesen in einem Ökosystem hat gewisse Berufe, kann man quasi sagen, also eine ökologische Funktion. Und wenn eine Art ausstirbt, dann übernimmt die andere nicht diese Funktion. Also wenn uns die Schwarzstörche aussterben, dann können nicht die Weißstörche einfach diese ökologische Funktion übernehmen. Mhm. Deswegen, aber ansonsten würde ich sagen, also auch deutschlandweit ein Viertel ist etwa fremdländische Pflanzen und ansonsten wir haben noch heimische Flora, ja. Wunderbar. Dann würde ich noch sagen, zwei letzte Fragen, dann lassen wir dich wieder voll weiter galoppieren. Ja. Wir haben den Klimawandel, wir haben durchaus die Situation, dass sich die Jahreszeiten verschieben, dass wir trockenere Sommer haben, dass wir Starkregenereignisse haben etc. Muss ich da was beachten? Also muss ich da jetzt anders pflanzen oder muss ich dann südländische Pflanzen anbauen? Oder? Generell, das ist was, auf das komme ich eben noch, wenn ich auf Saatgut komme, aber vielleicht greife ich dem schon mal vor. Wenn Sie etwas in einer Staudengärtnerei kaufen oder wenn Sie kommerziell vermehrtes Saatgut machen, dann sind es in der Regel Klone. In einer Saatgutproduktion oder in der Pflanzenvermehrung selektiert man auch das, was am besten unter den Kulturbedingungen in dieser Gärtnerei zum Beispiel wächst. Und das sind es müssen nicht hochgezüchtete Pflanzen aus diesen kompletten Gärtnereien. Engpass, also wir selektieren einfach durch die kommerzielle Vermehrung oder durch die Massenvermehrung einzelne Klone, die besonders wüchsig sind. Und in diesen Gärtnereien werden die halt regelmäßig bewässert. Das heißt, da werden welche ausselektiert, die am besten unter diesen Bedingungen zurechtkommen. In meiner Wiese habe ich genetisch unterschiedliche Individuen ausgesät, einfach deswegen, weil ich Saatgut aus der freien Natur nicht geklaut habe, sondern wirklich mit Erlaubnis von Spenderflächen genommen habe. Und da habe ich nicht irgendwas vorkultiviert, sondern ich habe das so in die Wiese ausgesät. Da sind vielleicht von 1000 Samenkörner einer Art, keimen da vielleicht 5. Aber das sind die an meine Kulturbedingungen, in meinem trockenen Garten, in diesem Schotterboden am allerbesten angepasst sind. Und die setzen sich durch. Und da habe ich eben nicht, wie bei diesen Tulpen, die wir jetzt noch in diesem Bild sehen, die sind aus gärtnerischer Vermehrung. Die sind zwar aus biologischem Anbau, aber die setzen keine Samen an, weil diese 7 Tulpen, die Sie da sehen, die sind genetisch identisch. Das sind einfach Klone. Und wenn die Bedingungen bei mir im Garten nicht passen, dann sterben die dort eben wieder aus. Wenn die Wildpflanzen, diese weißen Pflanzen, die Sie da sehen, das ist eine Pflanze, die war schon immer in meinem Garten. Und da setzen sich halt einfach die durch. Ganz kurz,
Kannst du mal probieren, deine Kamera auszuschalten, ob wir dann deinen Bildschirm noch sehen? Ich habe jetzt mehrfach gehört, der Ja, Ton wird sehr schlecht. kann ich mal machen. Moment, ich muss meine Option mal Video beenden. Jetzt Genau. müsste Kamera aus, sieht Genau, man wir das sehen Bild den noch? Bildschirm noch. Genau. Jetzt Genau, probieren wir es mal, gut. ob es jetzt ein bisschen besser wird. Es wäre natürlich Vielleicht klappt es schade, vom wenn viele Ton Teilnehmer besser. nichts hören Genau. können. Ja, Genau. weil mich muss man, glaube ich, nicht sehen. Das Bild muss man eher sehen. Gut. Also diese kleine weiße Pflanze da, die viele als Unkraut in ihrem Garten bekämpfen würden, die vermehrt sich jedes Jahr wieder aus Samen. Das heißt, die passt sich optimal an diese Bedingungen an. Und das ist genau das, was wir in der freien Natur gerade momentan erleben. Uns sterben durch den Klimawandel die Fichtenforste weg, weil das einzelne Klone sind. Das sind bestimmte zugelassene Sorten oder Selektionen, die besonders schnell sind und besonders wüchsig sind. Wenn Sie in einen natürlichen Wald gehen, wo wir unterschiedliche Arten haben, aber von einer einzelnen Art auch unterschiedliche genetische Individuen, dann überleben immer ein paar, die halt am besten an die jeweiligen Bedingungen angepasst sind. Und das müssen wir eben versuchen, in unseren Gärten eben auch wieder zu imitieren. In meinem Garten habe ich dieses Jahr nur zweimal gewässert bisher, weil es ein extrem trockenes Frühjahr ist. Ansonsten versuche ich diesen Garten, ich bin da Minimalist, ich versuche natürliche Ökosysteme nachzumachen, dass ich eben zumindest dort, wo Wildpflanzen wachsen, nicht gieße und nichts machen muss. Da wird halt von alleine greift die Natur da ein. Es ist aber auch, je kleiner ein Garten ist, desto eher wird man nachhelfen müssen. In einem großen Garten kann man das dann. Weitere Fragen? Ja, eine Frage noch. Tatsächlich, wir greifen schon mal vor, aber das sagst du nachher noch, deswegen musst du nicht beantworten, wo bekommen wir die Samen her? Aber wie gesagt, da kommen wir gleich nochmal drauf. Eine Frage war vom Tassilo, wie gut ist denn ein Kräutergarten geeignet für Bestäuber? Ich Sehr glaube, die gut. Frage kann man sehr, ganz, sehr einfach beantworten. Genau, sehr gut. Ich werde nachher auch noch mal was dazu sagen, bei so einer kleinen Top 10 der wichtigsten Pflanzen für unsere heimischen Insekten oder für die Wild generell, welche Pflanzen sind wichtig, welche heimischen? Alle. Aber wenn ich auf die Wildbienen gehe und welche besonders gerne von vielen Arten besucht werden, sind zum Beispiel die Lippenblütler ganz, ganz weit vorne. Und in dem Kräutergarten, wo wir Minze, wo wir Salbei, wo wir Thymian, Oregano, da haben wir schon ganz viele Lippenblüter. Und wenn man die zur Blüte kommen lässt, dann ist ein Kräutergarten wunderbar geeignet auch. Ja. Und generell sind das ja Pflanzen, die an trockenen, sonnigen Standorten wachsen. Das ist für Insekten immer sehr, sehr gut geeignet. Super, wunderbar. Genau. Dann Die soll weiteren ich Fragen weiter. schreibe ich auf und stelle Dann sie würde ich später. einfach weitermachen, oder? Genau. Wunderbar. Geht es jetzt mit dem Ton hoffentlich besser? Jetzt sehe ich Sie natürlich nicht mehr. Jetzt sehe ich nur noch meinen Bildschirm. Aber ansonsten wird der Sebastian einfach rein, wenn Sie ihm per Chat mitteilen, dass irgendwas nicht stimmt, dann wird er mir das mitteilen. Gut. Ja, was kann man jetzt im Garten machen? Oh, und ich entschuldige mich für gleich. Hier ist der Link unten nicht sichtbar. Das ist ein Bild, das nicht von mir stammt für die Aufzeichnung, bitte. Das habe ich aus dem Internet, da werde ich den Link dann noch nachreichen. Das stammt nicht von mir. Also, was kann man im eigenen Garten tun? Es gibt diese Pflanze, die wir in den Balkonkästen haben, die wir Geranie nennen. Das ist ein Pelargonium. Diese Pflanze kommt aus Südafrika, ist leuchtend rot gefärbt, wird dort von Nektarvögeln bestäubt. Wir haben keine Nektarvögel bei uns im Garten oder generell in Mitteleuropa. Dieses Pelargonium hat vor allem einen Vorteil oder einen großen Nachteil. Es ist nicht winterhart. Man muss es jedes Jahr neu ziehen oder umständlich überwintern in irgendwelchen beheizten Räumen oder es geht halt kaputt. Warum nicht ein heimisches Geranium, das wirklich ein Geranium ist, einen Storchenschnabel in den Balkonkasten pflanzen? An Geranien habe ich noch nie irgendwelche Wildbienen gesehen. Es gibt Berichte, wenn man im Internet schaut, also es sollen eine generalistische Hummelart und ab und zu verirrt sich mal eine Honigbiene hin, aber das war es dann auch. Ich habe 21 verschiedene Wildbienenarten an diesem Wiesenstorchenschnabel bei mir im Balkonkasten gezählt. Dieser Storchenschnabel ist eine heimische Pflanze, hat den Vorteil, er ist absolut winterhart und zwar unglaublich resistent. Also der friert seit Jahrzehnten bei mir im Balkonkasten durch und das ist wirklich nur ein kleiner Balkonkasten und treibt immer wieder aus. Es ist eine Staude. Das heißt, den pflanzt man einmal und dann hat man seine Freude dran. Bei mir mehr als mir lieb ist, der vermehrt sich sehr, sehr gut über Samen und geht an allen Ecken in meiner Wiese auf. Das ist also, wie gesagt, eine heimische Pflanze, extrem leicht, ohne Pflegeaufwand. Und es fressen verschiedene Schmetterlingsarten jetzt an den Blütenknospen, an der Pflanze selbst. Und bei mir im Garten sehen einige Blüten vom Storchschnabel in der Wiese so aus. Ich habe auch Wildbienen, die
Blütenblätter dieses Storchschnabels als Baumaterial nutzen. Das führt jetzt für diesen Vortrag zu weit, aber es ist eine heimische Pflanze, die von unserer heimischen Tierwelt auch genutzt wird. Ja, und ich bringe dann ganz gern diese Top 3. Sie sehen es wieder, das sind keine Bilder, die von mir stammen, weil ich solche Pflanzen nicht bei mir im Garten habe. Die Top 3 der unnützesten Pflanzen für unsere heimische Tierwelt. Das sind zum einen ganz klar gefüllte Blüten. Es gibt manche Leute, die finden diese Popondalien und diese gefüllten Rosen schön. Ich mag ihnen die auch nicht schlecht reden. Ich möchte Sie nur darauf hinweisen, dass die für unsere Bestäuber keinerlei Wert haben. Denn gefüllte Blüten entstehen dadurch, die sind vom Menschen so gezüchtet, dafür, dass sie diese kugelige, gefüllte Form haben, die entstehen dadurch, dass die Staubblätter, also das, was Pollen für die Bestäuber, die Blütenbesucher bietet, und die Fruchtblätter, das ist das, was in der Regel den Nektar bietet, die wurden zu Blütenblättern umgezüchtet, damit die Pflanzen kugelig aussehen, sich bei Regen schnell vollsaugen und umfallen. Sie könnten da auch halbgefüllte oder ungefüllte Individuen von Dahlien und Rosen pflanzen, aber wie gesagt, das bleibt jedem selbst überlassen. Und hier ganz links sehen Sie eine Pflanze, die jedes Jahr in jedem Garten, und wenn ich Vorträge live vor Publikum halte, frage ich dann immer Hände hoch, wer hat eine Forsythie im Garten? Also in jedem Garten um die Osterzeit blüht die Forsythie, weil die schön gelb ist. Und damit haben Sie auch schon die Haupteigenschaften der Forsythie zusammengefasst. Die Forsythie ist schön gelb. Das sind mehrere Forsythiensorten bei uns, die gärtnerisch herausgezüchtet wurde. Die Forsythie ist auch nicht heimisch, die kommt aus Asien, also aus den Berggebieten in China. Und Pflanzen generell machen ja Blüten nicht, dass wir Menschen die schön finden, sondern Pflanzen machen die Blüten, um Insekten anzulocken, wie Tassilo Franke letzte Woche in dem Vortrag wunderbar erklärt hat. Das ist ein großer Nachteil, denn die Pflanze möchte ja keine Blüten machen, um da schön zu sein. Die Pflanze möchte Bestäuber anlocken, die möchte bestäubt werden und das Ziel der Pflanze ist dann, Samen und Früchte zu bilden. Das heißt, das, was der Gärtner findet, das aber von Nachteil. Denn je näher, wenn eine Pflanze bestäubt wird, dann verwelkt die Blüte. Und das ist und aus gärtnerischer Sicht ist es natürlich schön, einen Strauch zu haben, der möglichst lange gelb blüht. Deswegen wurden diese Forsythien auf steril gezüchtet. Die Gartenforsythien produzieren keinen Nektar und keinen Pollen mehr. Die sind steril, die können also gar keine Nahrung bieten für Insekten. Das heißt, eine Forsythie in ihrem Garten, die ist gelb. Und die hat dieselbe Funktion für unsere heimische Tierwelt wie dieses Foto der Forsythie, das ich hier zeige. Das könnten Sie auch ausdrucken und in den Garten hängen oder Sie könnten eine Plastikforsythie in den Garten stellen. Eine Forsythie wird zwar von Insekten gelegentlich angeflogen, die drehen aber dann gleich wieder um. Es ist wie wenn Sie hungrig ins Wirtshaus gehen und der Wirt serviert Ihnen auf Ihrem Teller ein ausgedrucktes Foto von einem Schweinsbraten. Das sieht nach Schweinsbraten aus, aber Sie werden nicht satt davon. Und so ist es mit der Forsythie für unsere heimischen Insekten auch. Sie könnten, wenn Sie zur selben Zeit was Gelbes haben wollen, die Kornelkirsche pflanzen. Also wenn Sie sich, ich sage jetzt nicht, Sie müssen Ihre Forsythien aus dem Garten rausschmeißen. Sie müssen sich nur klar sein, Forsythie und was für Insekten tun, das bringt nichts. Und selbst in diesen Broschüren, die man sieht, von den Staudensichtungen und sonst was, da werden dann Pflanzen angepriesen für Insekten als nützlich, wo sowas wie die Forsythie mit drin sind. Forsythien bringen nichts. Also es frisst auch kein Tier davon. Von der Kornelkirsche, da werden die Insekten reichlich belohnt. Das können Sie im Frühjahr an jeder Kornelkirsche beobachten, wenn die gelb blüht. Da sind zahlreiche Insekten dran. Es gibt Schmetterlingsarten, die fressen an den Blättern. Und die Früchte werden von Vögeln genutzt. Und man kann selber auch noch Marmelade oder Schnaps draus machen. Also viel wichtiger als diese fremdländischen Zuchtsorten wären heimische Pflanzen. Heimische Pflanzen mit ungefüllten Blüten. Und ich möchte exemplarisch nur ganz wenige Familien rausgreifen. Generell jede Pflanze. Und ich ergreife gern Partei für die Disteln. Die Gärtner, alles das, was Gärtner eigentlich als Unkraut sehen, das ist für mich sind das die wertvollsten Pflanzen. Also der Gärtner pflanzt eine gefüllte Dahlie und reißt die Distel raus. Ich habe in diesem Garten die Dahlien rausgerissen und Disteln gepflanzt. Seit ich 20 verschiedene Distelarten bei mir im Garten habe, brauche ich den Schmetterlingsflieder nicht mehr, weil der uninteressant ist für Schmetterlinge. Den habe ich dann relativ schnell rausgeschmissen, weil die ganzen Insekten auf diese Disteln fliegen. Und die bieten dann nebenbei auch noch den Raupen zahlreicher Schmetterlinge. Der Distelfalter heißt schon so da, deswegen, weil der unter anderem an Disteln frisst. Schmetterlingsblüter, immer sehr beliebt, ob sie jetzt Platterbsen, das hier, was man Gartenwicke nennt, was man schön zum Begrünen vom Zaun von so hässlichen Maschendrahtzäunen nehmen kann, was aber auch vom Balkonkasten runterhängen kann. Diese breitblättrige Platterbse heißt diese Gartenwicke richtig.
Die wird von zahlreichen Insekten bestäubt und besucht, gerade vor allem von großen Wildbienenarten, von sowas wie diese Mauerbiene hier, aber auch Holzbienen, große Hummeln geht dort ran. Oder bei mir, ich begrüne Zaunpartien, die etwas unschön sind, Maschendrahtzaun zum Nachbarn, mit Zaunwicken. Die breiten sich über Ausläufer sehr, sehr schön aus, werden von Ameisen und von verschiedensten Wildbienen reichlich besucht. Also Schmetterlingsblütler generell sehr beliebt. Oder die von Tassilo schon angesprochenen Lippenblütler, also das, was im Kräutergarten wächst. Das wächst zwar jetzt nicht im Kräutergarten, das ist eine Ziestart, aber verschiedenste Lippenblütler wie Salbei, Thymian, Oregano, Majoran, die werden also alle sehr, sehr gerne besucht von verschiedensten Insektenarten. Generell gilt einfach, das, was Sie draußen vor der Haustür an heimischen Wildpflanzen finden, das ist in der Regel auch für unsere heimische Tierwelt gut. Da gibt es eigentlich nichts, was nicht für heimische Tierwelt geeignet wäre. Und ich habe in meinem kleinen Garten, ja? Wunderbar. Hier läuft gerade eine herrliche Diskussion unter Distelfans, die alle sagen, wie toll, wie schön, dass du Disteln zeigst und zählen ganz viele Distelarten auf, die sie selbst im Garten haben oder ausgesehen haben. Eine Anekdote erzählen mit den Disteln. Als die Nachbarn, als ich den elterlichen Garten hier übernommen habe in der Gestaltung, und da waren auch meine Eltern, ja, was werden die Nachbarn sagen wegen den Disteln? Und dann haben einige Nachbarn, denen habe ich eben auch erzählt, ja, dass ich Distelarten habe, dann haben die gesagt, ja, wehe, das geht bei mir im Rasen auf. Dann habe ich gleich gesagt, das wird nicht bei euch im Rasen aufgehen, so oft wie ihr mäht. Und mittlerweile, dann haben die ersten Nachbarn nach 2, 3 Jahren gefragt, was sind denn das für 2 Meter hohe, schöne, silbrige Pflanzen mit diesen großen, riesengroßen, leuchtend pinken Blüten? Dann habe ich gesagt, das sind Eselsdisteln, wollt ihr Samen? Mittlerweile haben die Nachbarn teilweise mehr von diesen Eselsdisteln in ihrem Garten als ich. Also ich sehe immer das so, ich mache den Garten nicht für die Nachbarn. Also was soll der Nachbar denken? Das ist mir egal. Wenn er einen Sinn dafür hat, dann findet er das schön, was ich mache. Und wenn nicht, er muss ja nicht hinschauen. Mir ist es wichtig, so eine kleine Insel für die Natur zu haben, für eigene Naturbeobachtungen. Zeige ich auch noch ein paar Bilder später. Und ja, Disteln sind eben sehr, sehr schön. Und man muss da keine Sorge haben. Ganz im Gegenteil. Ich muss 2-jährige Disteln bei mir mittlerweile, wenn ich die über Samen verwehre, muss ich die, nachdem sie verblüht sind, eintüten, weil sonst die Stieglitze, die Distelfinken kommen und mir fast nichts mehr übrig lassen. Meine Eltern haben zuvor 30 Jahre lang versucht, am Vogelhäuschen Stieglitze anzulocken. Mittlerweile, ich lasse die Distelfruchtstände den ganzen Winter stehen. Da kommen also unglaublich viele Distelfinken und auch andere Vögel und picken diese Samen heraus. Ich würde weitermachen im Vortrag, wenn ich darf. Natürlich. Ja, genau. Also Glockenblumen. Und das ist jetzt mal ein Beispiel, das ich sagen kann. Ich versuche generell auf kleine Gärten und auch auf Leute, die einen Balkon haben, einzugehen. Glockenblumen, da können Sie fast nichts falsch machen. Das ist jetzt auch was, wo Sie im Sortiment selbst beim Supermarkt zugreifen können, solange die Glockenblumen nicht gefüllt sind. Sowas gibt es nämlich leider paradoxerweise auch. Es gibt gefüllte Glockenblumen. Aber bei Glockenblumen spielt es keine Rolle, ob Sie heimische Glockenblumen, wie hier diese Wildbiene an einer Wiesenglockenblume, oder fremdländische Glockenblumen haben. Das ist eine dieser Polsterglockenblumenarten, die nicht heimisch sind, die aus dem Mittelmeergebiet stammen und die werden von den Bienen trotzdem genutzt. Bei Glockenblumen scheint der Duft und der Nektargehalt und die Pollenqualität auch bei Zuchtsorten gut zu sein. Also da gibt es, wenn Sie von gefüllten Sorten absehen, eben keine so großen Unterschiede. Da können Sie auch mit irgendwelchen Hängeglockenblumen oder exotischen Glockenblumen unsere heimische Bienenwelt oder Tierwelt glücklich machen. Mit Ausnahme der Honigbiene, die Glockenblumen nicht sehr schätzt, schätzen unglaublich viele Wildbienenarten Glockenblumen. Es gibt auch wieder bestimmte Schmetterlinge, die dann da rangehen, wobei das generell eher eine Bienenblume ist. Und mit Wildbienen können Sie übrigens auch mit Glockenblumen können Sie überprüfen, wie viele Wildbienen Sie im Garten haben, zumindest wie viele Wildbienenmänner, weil die Männchen zahlreicher Wildbienenarten bei nassem Wetter und nachts in Glockenblumenblüten schlafen. Also dieses Märchen, in jeder Glockenblüte oder in jeder Blüte schläft eine Fee oder eine Elfe, die ist aus dem Mittelalter, das hat einen wahren Hintergrund, weil Bienenmännchen, die können nicht zurück in das Nest, aus dem sie geschlüpft sind, die bauen auch selber kein Nest. Bienenweibchen schlafen in dem Nest, das sie gerade bauen. Bienenmänner, die können nicht in irgendein Nest, die brauchen irgendeine andere Schlafmöglichkeit. Da könnte ich einen ganz eigenen Vortrag drüber halten, wie Bienenmänner schlafen. Bestimmte Bienenmännchen schlafen in Blüten, wo es schön trocken ist, zum Beispiel Glockenblumen. Das ist das Schlafblumensyndrom, das auch Tassilo ja sicher erwähnt hat. Und da können Sie das überprüfen. Und bei mir ist so in jeder 4., 5. Glockenblumenblüte morgens eine Biene drin. Also bei diesem nassen Wetter, wenn ich da morgen früh schaue, dann sitzen die da noch drin. Und da kann man auch sehr schöne
Fotos machen, wenn die dann, wenn es trocken wird, langsam wieder aufwachen. Das können Sie also überprüfen, ob das was bringt. Es gibt ungefüllte Rosen. Ich habe bei mir im Garten wilde Rosenarten. Es gibt auch halbgefüllte Rosen für die Leute, die es etwas bunter mögen. Auch diesen Storchschnabel, den ich vorher erwähnt habe. Es gibt ja Leute, die nicht auf diese eher dezenten Naturfarben stehen, sondern die es krachig bunt haben. Also Storchschnabelarten von unserem Wiesenstorchschnabel und anderen Storchschnabelarten gibt es ungefüllte Sorten in sämtlichen Zuchtformen von Barbie rosa bis weiß. Das geht auch bei diesen ungefüllten Rosen. Und die haben Staubblätter, die haben also diese Pollenquelle für die Wildbienen, hier eine fuchsrote Mauerbiene, die sich den Pollen in diese Beinbürste, in diese Bauchbürste kämmt und gleichzeitig hier an dieser Nektarscheibe, an dieser Griffelscheibe auch noch Nektar aufnehmen kann. Also die heimischen oder die ungefüllten Sorten, die bieten einen Lebensraum für unsere heimischen Insekten. Die wachsen übrigens in der Regel auch viel besser als die Zuchtsorten, die häufig auf große Blüten getrimmt sind und die dann jetzt leiden unter dem Klimawandel. Ich habe noch nie Probleme mit Mehltau oder mit irgendwas bei einer meiner heimischen Wildrosen gehabt. Andreas, eine kurze Frage zwischendrin. Ja. Die Beatrix fragt, Sie haben eine große Margaritenwiese und fragt sich, ist das insektenfreundlich? Also die Margeriten sind eine der Pflanzen, die zusätzlich drin sind. Achso, die Beatrix hat eine Margaritenwiese. Ich habe bei mir auch Margariten. Margariten sind insektenfreundlich und vor allem sind die ein Indikator, dass da andere Pflanzen wachsen, die auch von Insekten besucht werden. Ich kenne das von den Mähtrupps in München oder hier in meiner Heimatstadt Landsberg. Die mähen ganz gerne um diese Margariten rum und lassen da Inseln stehen. Die Margariten, wenn sie an Margariten riechen, oder die einen Blumenstrauß in der Vase haben, dann riechen die unangenehm nach Buttersäure. Das ist ein Hinweis auf die Bestäuber. Margariten werden in der Regel von Fliegen bestäubt, nicht so sehr von Wildbienen. Es gehen aber auch verschiedene Schmetterlinge ran. Aber wenn man die Margariten stehen lässt, das sehe ich eben, wenn die Mähtrupps da außen rum gehen, die lassen die Inseln von Margariten stehen und darunter blüht der Hornklee und der Rotklee, der sonst vielleicht als Unkraut gerne niedergemäht würde. Und an denen sind sehr, sehr viele andere Insektenarten. Aber an der Margerite, die sind also auch von heimischen Insektenarten sehr gern besucht. Bei den Wildbienen wäre das zum Beispiel Phyllaeus nigritus. Das ist eine Maskenbiene, die ganz, ganz gerne an Margaritenblüten geht. Und auch verschiedene andere Käfer fressen da gerne den Pollen und den Nektar. Hm? Gut. Weitere Fragen? Gut. Sonst würde ich zu einer nahen Verwandten von den Rosen gehen, nämlich die Brombeeren. Und man glaubt gar nicht, Brombeeren, die erfüllen bei mir gleich drei Funktionen im Garten. Zum einen, ich esse natürlich sehr gern die Früchte der Brombeeren, wenn mir meine Familie was übrig lässt. Und ich nutze diese Brombeeren. Sie sehen hier ein Gewächshaus, da habe ich meine fleischlosen Pflanzen drin. Das habe ich früher mit Kunststoffmatten schattiert. Das mache ich an einigen Teilen immer noch, weil ich da keine andere Lösung gefunden habe. Und sonst lasse ich die Brombeeren hier raufwachsen. Ich habe verschiedene Brombeerarten, die zu verschiedenen Zeiten blühen. Die ziehe ich als Brombeerranken so quer über das Gewächshaus gespannt. Und die dienen mir im Frühjahr als natürliche Schattiermatten. Ich schneide einfach die Blätter ab. Erst zum einen habe ich laubabwerfende Brombeerarten und zum anderen schneide ich im Winter die Blätter ab. Dann habe ich diese Brombeerranken da drüber. Die dienen mir als Schattierung und vor allem dienen sie, als, wenn sie blühen, als unglaublich reiche Nahrung von Wildbienen. Also so im Juli, also bei mir dieses Jahr ist alles früher dran, da gehen die ersten Brombeerblüten jetzt schon auf. Normalerweise geht es so Mitte Juni bis Ende Juli. Und da ist das bei mir der Hotspot für Insekten schlechthin, diese blühenden Brombeerblüten. Da sieht man also unglaublich viel, das ist kein gestelltes Foto. Sie sehen hier drei verschiedene Bienenarten. Sie sehen hier eine Honigbiene, hier eine Kuckucksbiene, das ist eine Kegelbiene. Und hier hinten sehen Sie noch eine zweite Kegelbienenart. Also da sitzt fast auf jeder Blüte, sitzt da eine Wildbiene. Und eine vierte Funktion, mir ist mir gerade noch eingefallen, ich nutze die alten Brombeerranken, die abgestorbenen Brombeerranken, diese markhaltigen Brombeerranken als Nisthilfe für Wildbienen. Da komme ich aber später noch drauf in einem Foto. Ja, und bei Brombeeren oder Rosen fällt mir sofort immer ein Blattläuse. Ich werde gern gefragt, was machen Sie als Naturgärtner oder was machst du als Gärtner? Ich habe so viel Blattläuse bei mir an den Rosen oder an den Brombeeren im Garten, die sind jetzt auf einmal überall da. Was machst du da? Was macht man da? Und dann sage ich immer, warte noch zwei Wochen. Bei mir geht es jetzt wieder los. Das linke Bild, das habe ich vor einer Woche aufgenommen. Also die sind dicht über mit Blattläusen besetzt. Und Sie sehen hier schon diesen weißen Punkt. Das ist ein Schwebfliegenei. Hier eine Schwebfliege an einem Hahnenfuß, die direkt an den Blattläusen ihre Eier ablegt. Da kommen Schwebfliegen, Florfliegen. Es gibt unglaublich viele Insekten. Es gibt Blattlauswespen, die sich diese Blattläuse unermüdlich schnappen. Bei mir ist es so,
Ich schaue sogar, dass ich irgendwo noch Blattläuse herkriege, weil ab Juli habe ich keine Blattläuse bei mir im Garten. So sind so viele andere Insekten da, dass ich teilweise dann aus dem Wald noch Zweige mit Blattläusen hole, um eben bestimmte andere Insekten an Blattläusen noch beobachten zu können. Also das regelt sich fast von selbst. Man braucht da keine Chemie in so einem artenreichen Garten. Selbst bei den Nutzpflanzen, wo manchmal ein Schädling überhand nimmt, da muss man einfach nur abwarten. Auch Mehltau, wo früher immer die Leute gesagt haben, ja, da spritze ich dann gegen Mehltau, wenn ich einen Rosen oder einen Gurken habe. Und dann frage ich immer, was macht denn der Mehltau mit deinen Gurken? Ja, die werden dann so, die gehen dann kaputt. Das stimmt nicht. Die sehen nur, wenn bestimmte Pflanzen durch einen Parasiten kaputt gehen würden und absterben würden, dann würde der Parasit auch mit absterben. Also in der Regel ist es so, wenn der Befall an Mehltau nicht so heftig ist, dass ihre Gurke wirklich, und wenn die nicht sowieso so eine Zuchtform ist oder wenn die leidet an dem Standort und durch was anderes geschwächt ist, dann sieht ihre Gurke durch Mehltau nur hässlich aus. Aber sie geht nicht kaputt. Und sie glauben gar nicht, was dann an Mehltau alles für Insekten kommen. Wenn Mehltau auftritt, bestimmte Mehltauarten, dann kommen zum Beispiel diese kleinen gelben Marienkäfer. Die ernähren sich, sie und ihre Larven, nicht von Blattläusen, sondern die fressen Mehltaupilze. Die fressen die runter von den Blättern. Der Mehltau verschwindet nach einer Zeit wieder von selbst. Das Problem an den Gärtnern heutzutage ist, glaube ich, dass die einfach zu ungeduldig sind. Dass wenn Blattläuse oder Mehltau oder irgendein anderer Schädling auftreten, dass die das sofort weghaben wollen. Und dann wird gespritzt mit was auch immer. Anstatt dass man einfach mal abwartet und guckt, wie sich das Ganze entwickelt. Ich sehe diesen Garten einfach als, vielleicht bin ich dazu sehr Wissenschaftler, als Freilandlabor und schaue einfach, was passiert mit diesen Blattläusen, wie viel ist da noch da nach einer Woche oder nach zwei. Hier würde ich gerne einhaken, Andreas. Das ist nämlich ein super Stichpunkt. Du siehst deinen Garten als Freilandlabor. Ich glaube, ganz, ganz viele Leute möchten jetzt tatsächlich sehr konkret wissen, Wie können Sie Ihren Garten gestalten, dass genau sowas stattfindet, dass sich eben Schädlinge, Nützlinge die Waage halten, dass sich Nützlinge ansiedeln? Wie komme ich an solche Pflanzen dran? Wie komme ich an solche Samen dran? Mit einem Blick auf die Uhr. Die meisten haben natürlich ein bisschen mehr Zeit dabei, aber es ist kurz vor 7. Denke ich, dass wir bis um 7:30 sicherlich noch ein bisschen überziehen können, also deinen Teil, und dann einfach ein bisschen kürzere Fragen, wenn wir diese wesentlichen Punkte nochmal anhören. Ja. Also ich werde noch darauf eingehen, bei mir im Garten stammt nahezu alles, entweder aus biologischen Gärtnereien, wenn es wirklich Pflanzen sind, die hier nicht in der Gegend wachsen. Ansonsten versuche ich tatsächlich, ich würde sagen, der Großteil der Pflanzen in meinem Garten stammt aus dem Großraum Landsbergs, weil hier aus dem Landsberger Westen, wo ich wohne, und ist entweder von Bauerwartungsland, wo ich dann mit Genehmigungen diese Pflanzen Samen genommen habe. Also ich habe nie Pflanzen ausgegraben, weil ich das schwierig sehe, die dann zu etablieren, sondern ich nehme immer Saatgut. Und ich habe die Landwirte gefragt, die Flächen gepachtet haben oder die denen gehören, bevor der Maat, ob ich da Saatgut entnehmen darf. Die sagen in der Regel ja. Oder aber wenn ich die bei Mähen erwischt habe, habe ich gefragt, ob ich den Kehr aufhaben kann. Das ist ein Wort, das ausstirbt, wie uns die Blumenwiesen aussterben. Der Kehr auf ist das, was nach dem Transport im Hänger, nach dem Transport vom Heu im Hänger unten liegen bleibt. Also das ist das Dreschgut quasi natürlicherweise, was ausfällt. Und das ist eine ganz bunte Wiesenmischung. Da habe ich selber nicht gewusst, was alles dabei ist. Ein paar Samen habe ich gekannt und sonst habe ich mich überraschen lassen. Ich wusste, was in dieser Wiese alles wächst und habe dann gezielt noch nachgesät. Und Sie glauben gar nicht, wenn Sie einen Landwirt fragen, wenn der mit seinem Hänger heimkommt, darf ich deinen Hänger zusammenkehren, was da innen drinnen liegt? Darf ich das zusammenkehren und mitnehmen? Dann die meisten haben zu mir gesagt, ja, du darfst auch noch meinen Traktor waschen. Also die waren mehr als begeistert davon. Und wenn ich denen erzähle, was ich da mache und schicke denen dann noch Fotos meiner Wiese, die sind da absolut begeistert. Gut. Ich würde aber noch auf die Anlage einer Wildblumenwiese kommen. Vielleicht rase ich jetzt einfach ein bisschen durch diesen Vortrag, wenn die Zeit schon so knapp ist. Genau, und dann würde ich nämlich noch ein bisschen was zum Saatgut auch sagen. Super, cool. Ich glaube, da freuen sich einige drauf. Gut, dann gehen wir ein bisschen weiter, genau. Also Weiden generell, die gehen ganz leicht im Garten zu etablieren, bis auf die, die ich jetzt zeige hier, diese Kätzchenweide, die Saalweide, die können Sie nicht aus Winterholz, also wenn sie Blüte stecken, die müssen Sie im Sommer mit grünen, beblätterten Trieben stecken. Alle anderen heimischen Weidenarten können Sie, wenn Sie die sehen, ganz leicht über Stecklinge vermehren. Das schneiden Sie, das wissen Sie wahrscheinlich alle, schneiden Sie so einen Zweig ab und stecken den entweder in die Vase oder gleich in die feuchte Erde. Und zwar macht es keinen Unterschied, ob Sie einen 20 cm Steckling nehmen oder ob Sie, manche schwören drauf, so 3 Meter lange Weidenhut haben.
fallen bei mir jedes Jahr an, weil meine Weiden relativ schnell wachsen. Die können 3 bis 4 Meter im Jahr wachsen. Die stärkste Blüte haben sie übrigens am zweijährigen Holz. Also wenn sie die auf Stock setzen, dann haben sie im nächsten Jahr bei diesen Langtrieben relativ wenig Blüte, ein bisschen was, aber die verzweigen sich dann, diese Langtrieben, und da haben sie dann im übernächsten Jahr ganz viel. Das ist nämlich auch, viele Leute kaufen sich Weiden in der Baumschule, solche Trauerweiden, und schneiden die dann irgendwie zurecht, jedes Jahr auf Stock, und wundern sich, warum diese Weide nicht schön blüht. Sie müssen die mindestens ein Jahr Geduld haben und lange Triebe wachsen lassen, die dann im zweiten Jahr sich verzweigen, dann reich blühen, und dann können sie die wieder auf dem Boden zusammenschneiden. Genau. Also jetzt bringe ich tatsächlich konkrete Bilder aus meiner Wiese, wo wirklich jede Woche oder alle 2 Wochen was anderes blüht. Und das ist jetzt ganz im Frühjahr. Das war übrigens bis vor, diese Wiese ist jetzt 16 oder 17 Jahre alt. Zuvor war das ein intensiv genutzter Rasen im Garten meiner Eltern, den ich langsam ausgemagert habe. Also ich habe keinen Boden abgetragen, sondern ich habe da Sand reingeschüttet, um es abzumagern. Ich habe aber auch einen Standortvorteil. Hier bei uns in der Schotterebene in Landsberg, also das ist so um die Mündener Landsberg oder Isar-Lech-Schotterebene, wir haben nur etwa einen Daumen dick Humus und dann drunter wirklich einen massiven Kiesboden. Also je magerer ein Boden ist, desto leichter können Sie eine Blumenwiese etablieren. Generell gilt in der Biologie, Vielfalt bedingt, also Armut bedingt Vielfalt. Je nährstoffärmer die Ausgangslage eines Systems ist, desto mehr Artenvielfalt haben Sie. Im Gemüsebeet, wo Sie reichlich düngen oder Kompost hinschaufeln, da setzen sich einzelne Arten durch. Das ist eine Monokultur von wenigen Nutzarten. Wo Sie einen nährstoffarmen Boden haben, da haben Sie Artenvielfalt. Das Erste, was man also versuchen muss, wenn man auf dicken, fetten Böden versucht, eine Blumenwiese zu etablieren, ist, diesen Boden mager zu kriegen. Entweder mit Sand auszumagern oder aber, das hilft in manchen Lagen halt einfach nichts, wenn Sie da in der Gegend wohnen, in einem Neubaugebiet, wo die mit einem Radlader da 50 cm Humus hingeschaufelt haben, dann werden Sie da eine Blumenwiese wirklich nur hinkriegen, wenn Sie den Oberboden wahrscheinlich wieder abtragen. Also wenn Sie den Humus wegschaffen und dann Kies reinfahren. Wirklich, oder Sand, also nährstoffarmen Boden schaffen. Das andere ist, auch da werde ich häufig gefragt, wo die Blumenwiese sein sollte. Ich habe da eine Nordseite oder so weiter. Eine artenreiche Blumenwiese, das ist das einzige aber tatsächlich, braucht eine vollsonnige Lage. Und vollsonnig gilt mindestens 5 Stunden am Tag vollen Sonnenschein. Das ist tatsächlich eine Bedingung. Sie kriegen auch artenreiche Ökosysteme in schattigen oder halbschattigen Lagen, aber wenn Sie eine artenreiche Blumenwiese erschaffen wollen, der sonnigste Fleck und der trockenste Fleck in Ihrem Garten ist gerade der beste. Und bei mir geht es im Frühjahr zu einer Zeit los, wo die anderen Gärtner und die Nachbargärten schon wieder die Rasenmäher laufen, weil diese Pflanze, die kam ganz von alleine, diese blauen Teppiche, das ist Ehrenpreis, der Germander-Ehrenpreis, den sehen viele als Unkraut und mähen die über den Haufen. Ich finde diese blauen Teppiche toll. Und ich habe 23 verschiedene Wildbienenarten. Ich zähle bei mir immer nur die Wildbienen, die anderen Insekten laufen so nebenher. Also 23 verschiedene Wildbienenarten habe ich beim Pollen- oder Nektarsammeln an diesem Germander-Ehrenpreis fotografiert. Zum Beispiel so glänzende, schöne Exemplare wie diese Furchenbiene. Ja, dann 1-2 Wochen später, da fängt schon der Hahnenfuß an zu blühen. Auch da gibt es wieder Spezialisten wie diese Hahnenfuß-Scherenbiene und viele, viele andere Insekten auch, die beim Hahnenfuß Pollen sammeln. Also es kommen dann mit jeder Woche, wir gehen jetzt so langsam, das ist die Zeit jetzt eigentlich so um Pfingsten rum, das ist so die Hauptblüte dieser Wiese. Und da wird dann der erste Teil nach der Margeriten- und Glockenblumenblüte schon zum ersten Mal gemäht. Ich raste jetzt ein bisschen durch, um Ihnen so allgemeine Sachen noch, wann mähe ich oder wie baue ich so eine Wiese auf. Also Glockenblumen generell sehr, sehr wichtig für viele Insektenarten. Da ist eine ganz seltene Bienenart, diese braunschuppige Glockenblumensandbiene, die ich lange gesucht habe, die war auf einmal bei mir im Garten da, weil ich relativ viel Glockenblumen habe. Also das Einwanderungsvermögen von selbst seltenen Arten, wenn rundherum die Landschaft noch intakt ist. Das ist erstaunlich. Also was ich jedes Jahr an Arten habe, im Hochsommer, das ist dann der Teil, der nur einmal im Jahr gemäht wird, da schaut es dann schon recht struppig aus. Da wächst dann Natternkopf in meiner Wiese, Wachtelweizen, verschiedene Habichtskrautarten. Der Hochsommer ist auch die Zeit, wo dann die wilden Möhren blühen. Das ist generell die Zeit der Doldenblüter. Das ist, wenn man viele generalistische Insekten, die mit kurzen Mundwerkzeugen wie Wespen, aber auch Bienen mit kurzen Mundwerkzeugen, Käfer, Fliegen, die finden also ein Paradies auf diesen flachen Scheiben für Doldenblüter. Das ist ein gedeckter Tisch für unglaublich viele Insekten. Also wilde Möhre wäre dieses Beispiel, aber Sie können da jeden Doldenblüter nehmen.
Ja, also dass es geht, eine Blumenwiese künstlich anzulegen, das klappt. Ich habe bei mir, wie gesagt, heimisches Saatgut, gebietseigenes Saatgut ausgesät und manche Arten, die in der Wiese nicht drin waren. Also ich habe so eine feuchte Senke, was hier im Vordergrund wächst, das ist Kuckuckslichtnelke. Das ist ein feuchterer Teil, da habe ich ein bisschen Lehm ausgebracht. Die habe ich dann zusätzlich noch nachgesät. Generell ist es ein bisschen schwierig, in einem bestehenden Rasen können Sie eine Blumenwiese gar nicht aussehen, sondern ich habe dann wirklich großflächig mit Folie abgedeckt, dass der Rasen abgestorben ist. In anderen Bereichen habe ich dann einfach Rasensoden ausgestochen, umgedreht und auf die andere Seite gesät. Sie können aber ein Stück Rasen auch einfach ausackern oder aber Sie säen diese Blumen aus den Samen, die Sie haben, aus diesen Wiesensamen in Töpfe aus und pflanzen dann die etablierten Pflanzen nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr in den Rasen rein. Das ist aber ganz schwierig, weil diese meisten Rasengräser, diese Zierrasenmischungen, die sind gemacht, dass sich ein dichter Rasenfilz bildet, wo es ganz, ganz schwer ist, dann andere Blütenpflanzen zu etablieren. Also das sind nicht die Rasengräser, die man in der Wiese hat. Also ich habe gezielt bei mir auch Wiesengräser ausgesät und diese Rasengräser versucht komplett zu eliminieren. Nur jetzt ein bisschen zur Anlage einer Blumenwiese. Blumenwiesen sind lange gewachsene, stabile Ökosysteme. Das glaubt man gar nicht. Die sind oft 50 oder 100 Jahre alt oder mehr, wie ein Wald. Und die Neuanlage ist schwierig, aber nicht unmöglich. Man sagt generell, das ist mal ein Zitat, das mir im Kopf geblieben ist. Das hat der Karl Förster gesagt, also einer der besten Gärtner schlechthin, ein Gartenbaumeister, der von den Gärten viel wusste, der hat gesagt, einen guten Gärtner kann man nicht daran erkennen, ob er Orchideen oder Rosen in seinem Garten kultivieren kann. Das kann jeder Stauden kultivieren. Das Schwierigste für einen Gärtner ist, eine Blumenwiese nachzubauen, künstlich eine Blumenwiese nachzubauen. Das ist das Allerschwierigste überhaupt. Generell aus meiner Erfahrung und auch aus anderen Erfahrungen, also ich habe viel gelernt aus dem Buch Die Blumenwiesen von Reinhard Witt, es dauert etwa 10 Jahre, bis eine Blumenwiese in ihrer Zusammensetzung einigermaßen stabil ist. Es geht zwar schneller, Blumenwiesen auszusehen, aber bis die Artzusammensetzung so stabil ist, dass man jedes Jahr so eine Blumenwiese hat, die jedes Jahr einigermaßen mit den gleichen Arten hat. Das dauert etwa 10 Jahre. Nach 15 Jahren war ich mit meiner Blumenwiese zufrieden, dass ich gesagt habe, okay, die schaut jetzt aus wie eine natürliche Blumenwiese. Das allererste, was Sie also brauchen, ist Geduld. Sie können nicht von heute auf morgen eine Blumenwiese in Ihrem Garten anlegen. Das geht einfach nicht. Also deswegen ist das Wichtige, vorhandene Wiesen als solche erhalten. Wenn Sie Flächen kennen, wo Wiesen schon da sind, diese als solche erhalten und weiterhin zu pflegen. Nicht mulchen. Das Mähgut muss von einer Wiese entfernt werden. Der Mähzeitpunkt muss richtig abgestimmt werden. Wenn Sie einen mageren Boden haben, reicht es einmal im Jahr zu mähen, bei einem fetteren Boden oder bei einer zweischürigen Wiese zweimal im Jahr. Da kommt auch immer die Frage, wann muss ich mähen? Und das zeigt Ihnen die Wiese. Sie können nicht nach Kalender sagen, ich mähe jedes Jahr am 12. Juni, sondern die Wiese zeigt Ihnen an, dann, wenn sie sich verändert, dann muss sie gemäht werden. Sie müssen sich vorstellen, Blumenwiesen, das ist ein künstliches Ökosystem, das der Mensch mal geschaffen hat, weil wir keine großen Weidetiere mehr haben, durch diese Maat. Und wann wollten die Landwirte mähen? Die hatten die Wiesen ja nicht, weil die schön ausschauen oder weil die artenreich sind, sondern die wollten möglichst viel Ertrag. Und das war damals noch Heu, also Biomasse, nicht Eiweiß wie heute durch diese Silagemaat, sondern Kohlenhydrate. Man hat dann gemäht, wenn die Wiese am höchsten war, bevor sie angefangen hat, braun zu werden. Und das ist zum Beispiel, wenn die Margeriten verblüht sind. Diese weißen Margeriten hier, die zeigen an, bei zweischürigen Wiesen, das erste Mal mäht man, wenn die Margeriten verblüht sind, das ist in der Regel, dann haben die meisten anderen Pflanzen, zum Beispiel diese zweijährigen Wiesenglockenblumen, die haben dann auch schon Samen angesetzt und ausgesamt. Das ist also bei mir der Indikator, wenn die Margeriten verblüht sind, dann mähe ich den zweischürigen Teil der Wiese das erste Mal und das zweite Mal mähe ich dann meistens so im September. Und den Teil, den ich nur einmal im Jahr mähe, den mähe ich, wenn das Ochsenauge verblüht ist. Das ist da, wo der magerere Boden ist. Das sieht aus wie eine Margerite in Gelb. Öffentlichkeitsarbeit auf öffentlichen Flächen, Bildung und Werbung. Es ist also hier nicht irgendwie, das höre ich leider öfter, also die Leute in den Grünflächenämtern, die müssen sich anhören, ja, wie schaut es denn bei euch aus? Warum ist denn da noch nicht mäht? Habt ihr kein Geld mehr? Und die müssen eben sagen, es liegt nicht daran, dass wir faul sind oder kein Geld haben, sondern wir sind uns unseres Naturerbes bewusst. Wir lassen diese Flächen, diese Grünflächen bewusst blühen, weil wir damit Artenvielfalt fördern. Und wir sollten uns erfreuen, dass es in vielen Landkreisen, auf vielen Flächen noch vorhandene Blumenwiesen gibt. Das Potenzial ist eh da. Es kommt nur auf die richtige Pflege an.
Und diese vorhandenen Blumenwiesen, die kann man als Spenderflächen nehmen. Also das haben wir hier im Landkreis Landsberg gezielt so gemacht. Das sind keine Naturschutzgebiete, diese Blumenwiesen im städtischen Raum. Da stehen Schilder dran, Blumenpflücken erwünscht. Solange es im kleinen Rahmen ist, natürlich, wenn da die Kinder oder die Leute sich einen Strauß pflücken. Also das ist mir das Allerwichtigste. Wie lege ich eine richtige Wiese an? Wo kriege ich das Saatgut her? Gehen Sie raus in die Natur, kaufen Sie sich ein Blumenbuch, was blüht denn da, oder ein Bestimmungsbuch, damit Sie die Pflanzen erkennen, wenn Sie die nicht von sich aus kennen. Schauen Sie, was wächst bei Ihnen vor der Haustür? Wo wächst es? Und pflanzen Sie das da im Garten, wo es ähnlich ist. Und graben Sie bitte die Pflanzen nicht aus, sondern schauen Sie einfach, wann haben die Samen, und nehmen diese Samen mit. Da lernen Sie auch schnell, ist eine Pflanze geschützt, dann lasse ich das natürlich. Also ich möchte hier nicht dafür plädieren, dass Sie bitte in den Naturschutzgebieten irgendwelche Pflanzen oder Samen mitnehmen. Das dürfen Sie nicht, das machen Sie bitte nicht, sondern aus Wirtschaftswiesen mit Einverständnis des Eigentümers, so habe ich das gemacht, können Sie sich Saatgut entnehmen oder auf öffentlichen Grünen, wenn Sie gehen. Da hat auch keiner was dagegen, wenn Sie am Straßenrand streifen, da das Saatgut mitnehmen. Und da lernen Sie am meisten über diese Pflanze, was die überhaupt brauchen. Und da schaffen Sie gleich mal Vielfalt im Garten, nicht nur Vielfalt an verschiedenen Arten, sondern auch von einer Art genetische Vielfalt, sodass das, was auf Ihrem Boden am besten wächst, sich durchsetzt. Das geht viel besser, wenn Sie Samen von Margeriten vom Straßenrand mitnehmen bei Ihnen vor der Haustür, als wenn Sie eine Margerite im Topf kaufen, was dann nur ein Klon ist und eventuell in Ihrer Wiese nicht wächst. Genau, dazu habe ich jetzt, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, Andreas. Ja. Zum einen die Frage von Manuel, welche Pflanzen für schattige Nordseiten sich eignen, hat sich ja zum Teil damit schon erübrigt, nämlich diejenigen, die man auch an schattigen Stellen findet. Genau. Zum Beispiel im Waldstorchschnabel. Oder solche Sachen, genau. Ich würde vielleicht, weil die Zeit so fortschreitet, ich würde am Schluss des Vortrags, ich bin bis 8 Uhr noch gerne noch da, wenn ihr das so lang hosten wollt, und würde dann so Fragen für spezielle Interessen für Nordseiten und so weiter, würde ich eine Empfehlung geben, was man da auszeigen kann. Aber generell gilt einfach im Garten. Das ist ja genauso ein Garten, ist ja genauso ein Ökosystem wie die freie Natur. Und ich habe in meinem Garten eben versucht, möglichst eine natürliche Blumenwiese nachzubilden und habe eben geschaut, auch aus Versuch und Irrtum, was wächst da und was nicht. Margeriten werden zum Beispiel auch auf einer schattigen Nordseite durchaus wachsen, aber bestimmte andere Pflanzen, wie dieser Salbei, den Sie hier in dem Bild sehen, der wird dort nicht wachsen. Aha. Gut. Soll ich dann weitermachen? Ja, bitte. Super. Gut. Alles klar. Gut. Bei Neuanlage, und das ist das, Regionalität. Local is best. Also das, was vor Ihrer Haustür wächst, ist an Ihre Bedingungen am besten angepasst. Das ist, wie man es früher mit den Nutzpflanzen genauso gemacht hat. Da hatte jede Region ihre eigene Apfelsorte, ihre eigene Birnsorte, Kirschsorte und so weiter. Und in manchen Regionen ist das und das halt nicht gewachsen. Und heutzutage haben wir nur noch wenig Sorten. Und das ist leider in diesen Saatmischungen so. Da komme ich gleich noch drauf. Also am allerbesten Saatgut, Heudrusch oder Mähgut übertragen von vorhandenen Spenderflächen. Sie glauben gar nicht, was Sie mit einer Mähgutübertragung alles kriegen. Da hat Markus Breu aus München fantastische Berichte bei Ausgleichsflächen, wo Mähgut von intakten Spenderflächen übertragen wurde, was dann nach 2 Jahren an Insekten gleich da war, die teilweise mit dem Heu mitkamen und gleich die richtigen Pflanzen vorfinden. Bitte keine Florenverfälschung. Das versuche ich, das ist mein größtes Anliegen. Kaufen Sie nicht so eine Baumarktmischung. Und kaufen Sie auch nicht eine Mischung, die Sie irgendwo günstig im Internet kriegen aus Norddeutschland oder sonst wo, selbst wenn da dieselben Arten drin sind. Und da möchte ich jetzt hier kurz drauf kommen. Auch bei dem Regio-Saatgut, das sehe ich durchaus kritisch. Wir haben halt nur das Problem, dass für große Begrünungsprojekte wir sonst nicht genügend Mähgut oder genügend Saatgut zur Verfügung kriegen. Aber wenn Sie schauen, der Raum, in den wir fallen, das ist hier diese Region 16 oder 17. Deutschland wird in 18 Regionen für Spenderflächen für gebietseigenes Saatgut für Regio-Saatgut unterteilt. Und unser Gebiet 16 oder 17, das geht vom Bodensee bis Passau. Und wenn Sie jetzt dran denken, dass jedes voralpine Flusstal seine eigene Pflanzenwelt hat, die nicht im genetischen Austausch steht. Das heißt, an Iserlech, Iller, Inn haben wir zwar überall Margeriten wachsen, aber das sind genetisch unterschiedliche Margeriten. Die Margeriten am Bodensee blühen 2 bis 3 Wochen vor den Margeriten in Passau. Das ist nicht nur klimatisch bedingt, sondern auch genetisch fixiert. Und wenn Sie jetzt so ein Regio-Saatgut oder so ein Saatgut von sonst woher nehmen, dann kriegen Sie teilweise eben nicht an das Gebiet angepasst, an die lokalen Böden angepasste Pflanzen, und Sie kriegen vielleicht sogar gebietsfremde Pflanzen, die sich genetisch dann reinmischen. Und da möchte ich ein ganz drastisches Beispiel sagen. Die TU München
von der Renaturierungsökologie, die haben sich mal die Genetik, die Fingerprints, also den genetischen Fingerabdruck, so muss ich sagen, genetischen Fingerabdruck vom Ochsenauge, einer heimischen Pflanze, angeschaut, das in den Alpen vorkommt und dann wieder in Jura, also das hier vorkommt und hier und dann in allen Flusstälern. Und da hat man gesehen, jedes Flusstal hat genetisch eigene Individuen. Und um München rum ist es auf einmal chaotisch. Da haben sie dann eine, ich glaube, irgendwo aus dem Mittelmeergebiet kommende oder irgendwo aus den Südalpen, nicht, dass ich das nicht korrekt wiedergebe, jedenfalls eine nicht ins Alpenvorland passende genetische Rasse quasi, die sich dann in die heimische Ochsenauge reingekreuzt hat. Und das kann man zurückverfolgen bis 1972, wo am Olympiaberg eine Saatmischung ausgebracht wurde mit Wiesenarten, Salbei, Ochsenauge und sonst was zur Begrünung des Olympiabergs für die Olympischen Spiele. Damals hat man Wiesenarten ausgebracht und das noch nicht berücksichtigt, dass die genetisch unterschiedlich sind. Und das kann man so lange noch zurückverfolgen. Und bei Pflanzen wird da leider viel zu wenig drauf geachtet. Es würde keiner auf die Idee kommen, hier irgendwo in München, im Münchner Osten, einen Tümpel, wenn der angelegt wird, so ein Biotop-Tümpel, und dann zu sagen, okay, der ist mir noch nicht schön genug, jetzt bringen wir doch mal Tierwelt hier rein, holen wir uns doch mal Gelbbauchunken vom Bodensee. Da würde Ihnen die untere Naturschutzbehörde sauber auf die Finger klopfen, weil die genau sagen, wissen bei den Reptilien und Amphibien, da wissen wir genau, da haben wir lokale Kleinrassen und genetisch unterschiedliche Individuen, und so müssen wir das auch es kann natürlich nicht jeder machen, wenn Sie eine Riesenfläche begrünen wollen, dann kriegen Sie von der Spenderfläche oder haben Sie nicht überall diese Spenderfläche. Aber wo auch immer das möglich ist, vor allem für den kleinen Privatgarten, da würde ich dafür plädieren, wenn Sie die Möglichkeit haben, eine regionale Spenderfläche und wo Sie sammeln dürfen an Samen, dass Sie dann Samen von dort verwenden. Genau, verordnete Bodenverhältnisse, Lage und so weiter, das muss man natürlich auch noch beachten. Pflanzen von Feuchtstandorten oder von schweren Böden wachsen nicht auf trockenen Böden und umgekehrt. Das Potenzial sind magere, steinige Böden. Also da, wo der Gärtner verzweifelt, bei mir im Garten, das ist jetzt ein Foto nicht bei mir aus dem Garten, aber die Böden sind ähnlich, das sind also ganz trockene Kiesböden. Bei mir wachsen gerade noch so die Radieschen, Karotten, die werden also vielleicht einen Zentimeter lang und dann ganz schief, weil die Böden so steinig sind. Aber das ist für die Artenvielfalt gerade das Gute. Also die Steine, die ich nicht im Gemüsebeet haben will, die schmeiße ich in meine Blumenwiese. Das sind magere Standorte. Da kann man häufig auch eine natürliche Brache und Sukzession zulassen. Das gilt jetzt vielleicht nicht ganz für den Naturgarten daheim. Aber wenn mich Gemeinden fragen oder Städte, ja, wie kriege ich mehr Artenvielfalt auf unsere Grünflächen? Wir haben jetzt den Oberboden abgeschoben. Was sehen wir da am besten aus? Dann sage ich immer, warten Sie 2-3 Jahre. Lassen Sie erstmal den Samen im Boden eine Chance, die da sind. Das glaubt man gar nicht. Auch Flächen, die 50 Jahre einen Maisacker hatten, es gibt Pflanzenarten, deren Samen 50 oder 100 Jahre im Boden überdauern können, bis wieder geeignete Bedingungen da sind. Die schlummern da. Deswegen einfach mal abwarten, was von alleine kommt. Das ist in München ein bisschen schade. In München sieht auch im Münchner Westen alles aus wie die Garstinger Heide, wenn Sie da die Eschenrieder Spange anschauen. Da blüht der blaue Lein, da blüht der Färberginster, da weiß der Botaniker sofort, da ist Mehgut von der Garchener Heide übertragen worden. Das ist natürlich schön, das sind seltene Arten dabei, aber ich fände es interessanter, hätte ich es interessanter gefunden, was natürlicherweise in diesen Böden noch gewesen wäre, da wären vielleicht die Pflanzen der Allacher Gegend hier gekommen. Also meistens ist eine Begrünung gar nicht nötig, nur wenn die Böden so ausgehen, ja, wenn da 100 Jahre alles totgespritzt wurde oder wenn das wirklich ganz schlechte Böden sind, also ganz nährstoffreiche Böden, und da kommt nur Ampfer und Brennnessel, dann kann man anfangen, den Boden auszumagern und zu begrünen mit entweder Region-Saatgut, das wäre die zweitbeste Alternative, oder eben mit gebietsheimischem Saatgut. Super, Andreas, ich unterbreche jetzt ganz kurz hier. Du darfst auch, du bekommst auch noch ganz, ganz viel Zeit von uns, von mir. Genau. Da brauchen wir uns nicht sputen. Ich sehe schon, dass manche Leute jetzt schon gehen müssen, weil wir ja eigentlich 19 Uhr angepeilt hatten. Dann bedanke ich mich bei denjenigen, die gehen müssen, herzlich fürs Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal. Und natürlich könnt ihr jetzt drinbleiben. Der Andreas hat schon angeboten, er wird bis um kurz vor 8 verfügbar sein. Und das war es auch schon. Andreas, sprich ruhig gerne weiter. Also wir können auch gerne hier abbrechen. Das ist ein schönes Schlussbild. Und ich kann für die Aufmerksamkeit danken. Ich hätte noch ein paar Bilder aus meiner Wiese und von ein paar Insekten, aber ansonsten habe ich auch nicht mehr so viele Bilder. Also soll ich weitermachen oder sollen wir hier abbrechen?
Sehr gerne, mach weiter. Ich frage mal gerne in den Chat rein, ob da Widerstände sind, aber ich denke, es geht ganz gut. Gut, alles klar. Genau. Also so eine Blumenwiese, die ist natürlich nicht nur da, weil dass wir die schön finden und für die Insekten. Die hat durchaus auch Erholungswert. Also die Hälfte meiner Wiese im Garten ist für die Kinder, für meinen Sohn zum Spielen und für die Familie. Und die andere Hälfte, das freut mich am allermeisten, wenn mein Sohn da neugierig in die Wiese guckt, was an diesem Hahnenfuß da dran ist. Und das ist auch was. Ich plädiere immer dafür, Wiesen, Blumenwiesen sollten, also Naturschutzgebiete sind Naturschutzgebiete. Da gibt es für bodenbrütende Vögel und so weiter, muss man Bereiche für den Menschen absperren, sonst stören wir diese Bodenbrüter oder große Tiere. Aber eine Blumenwiese, die eh landwirtschaftlich genutzt wird oder wo eh der Rasenmäher dann drüber fährt, da sehe ich immer, Blumenpflücken erwünscht, geht in diese Blumenwiesen rein, wenn ihr dürft, und schaut euch die an, was kreucht und fleucht da, was für Insekten finden wir da, wie hier zum Beispiel diese kleine Harzbiene oder diesen Bläuling aus meiner Blumenwiese. Also diese Bilder stammen alle aus meiner Blumenwiese im eigenen Garten. Ich habe da mehr als 100, also mittlerweile nähert sich es an die 120 Wildbienenarten über die letzten 15 Jahre in dieser Blumenwiese gesehen. Ich fange jetzt an, Schmetterlinge und Schwebfliegen und Käfer zu zählen. Einfach, ich sitze halt abends gerne oder nachmittags, wenn ich mal Zeit habe, in meiner Wiese und notiere und fotografiere, was da so alles rumfliegt. Das können Arten wie dieser Hauhechtbläuling sein. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich seit mittlerweile 5 Jahren eine stabile Population von diesen veränderlichen Widderchen habe, also dieser Schmetterling, dieses Blutströpfchen, da ich sehr viele Kronwicken bei mir in diesem trockenen Boden habe. Und die Raupen dieser Widderchen, die fressen davon. Ich habe mittlerweile so viel, dass ich denen Kronwicken in der Vase anbieten muss, weil die mir diese ganze Pflanze kahl fressen. Aber das, so sehe ich das als Stepping Stone. Also ich habe dieses veränderliche Widderchen dann auch am Bahndämmen in der Nähe gesehen. Und so ist meine Wiese vielleicht, auch wenn es kein langfristiger Lebensraum sein kann, trotzdem ein Stepping Stone. Also die vermehren sich bei mir, nutzen das als Trittstein und können dann in andere Lebensräume wieder ausschwärmen. Oder dieser Baumweißling, den ich letztes Jahr aufgenommen habe, mittlerweile auch ein seltener Falter, das ist halt kein Gast bei mir, der seine Larven auch hat, seine Raupen, der nutzt das nur als Nektartankstelle, diese Wiese. Ja, habe aber auch immer wieder schöne, etwas seltenere Schmetterlinge. Dieser Falter hier, das ist jetzt kein Taubenschwänzchen, sondern das ist ein Skabiosenschwärmer, der hier an dieser Skabiose nicht nur Nektar saugt, sondern ich habe jedes Jahr die Raupen auch an der Blattrosette von dieser Skabiose. Die markiere ich mir dann immer mit dem Stecken, da mähe ich nämlich dann nicht drüber, um die Raupen nicht zu gefährden. Das ist also auch seit 3 Jahren habe ich da jedes Jahr Schmetterlinge und auch Raupen bei mir in der Wiese. Und natürlich auch die Jäger dieser Blütenbesucher, die sind dann auch ganz schnell da, wenn da reichlich Insekten sind. Die habe ich noch gar nicht bei mir erfasst, was ich alles an Spinnenarten habe. Ja, man kann die natürlich, Sebastian hat gesagt, über Nisthilfen haben Sie bei Green City schon was erfahren. Also in so einer Blumenwiese kann man natürlich auch Nisthilfen noch ausbringen von der Brombeere, die ich vorhin erwähnt habe. Da schneide ich gerne die Äste ab, einfach als Abstandshalter. So für meinen Sohn ab da ist die Wiese dann quasi, da wird dann bitte nicht mehr mit dem Ball gespielt. Und diese Abstandshalter, die sind natürlich gleichzeitig, die Sie hier sehen, diese Stecken auch als Nisthilfe für Wildbienen. Ich habe sonnige Totschafe, Schatten auf engem Raum, desto mehr Artenvielfalt werden Sie haben. Wenn Sie nur eine Blumenwiese haben, haben Sie halt nur die Arten der Blumenwiesen. Wenn Sie offene Bodenstellen schaffen, so zwischen diesen Trittsteinen im Gemüsebeet zum Beispiel, wo durchaus auch das Unkraut bei mir wachsen darf, dann sehen Sie diese kleinen Häufchen. Das sind Nester von solitären Wildbienen, von Sandbienen in dem Falle, die hier ihre Nester anlegen. Also je mehr unterschiedliche Lebensräume auf kleinstem Raum Sie haben, desto mehr Artenvielfalt können Sie im Garten auch fördern. Wenn Sie eine Feuchtwiese und eine trockene Wiese haben, dann haben Sie schon gleich viel mehr Pflanzenarten und auch gleich viel mehr Insektenarten wieder. Genau. Also, wenn Sie Pflastersteine hier auf Lücke, das ist jetzt im Botanischen Garten München, wenn Sie Pflastersteine hier auf Lücke setzen, das Unkraut dazwischen bitte nicht niederspritzen oder so. Also heutzutage wird gern dicht gepflastert. Also diese Fugen aus Sand, die gibt es fast nirgendwo mehr, weil die doch von den Wildbienen so gern genutzt werden und man kann das Ganze trotzdem noch als Terrasse nutzen. Oder wenn Sie einen kleinen Balkon haben, ich habe auch bei mir auf dem Balkon solche großen
20, 30 Zentimeter Kübel oder Mörtelwannen, die ich mit Lehm fülle oder mit trockener Erde. Und man sieht hier die Pelzbienen und ihre Kuckucksbienen, diese Trauerbienen, die sich hier einfinden. Oder solche Hohlziegel, die sie dann als Insektennisthilfe nutzen können, wo sie hier die Pelzbienen kommen und sich reinfressen. Also mit solchen kleinen Strukturen, da muss nicht viel da sein, fördern sie die Biodiversität gleich ungemein. Oder wenn sie einen Heckensaum haben, eine Brennnesselecke, vielleicht eine schattige Ecke, wo sie dann Pflanzen, einen Waldsaum zum Beispiel imitieren. Also je mehr sie es schaffen, die Natur zu imitieren, beobachten sie, wie das in der Natur aussieht und versuchen sie das dann möglichst gut in ihrem Garten zu machen. Und das kann ich Ihnen jetzt auch gleich sagen, ich habe aus der Natur gelernt und nicht aus Gartenbüchern. Ich habe auch Gartenratgeber, Steingartenbuch und so weiter, aber da stehen die Pflanzen, die ich in meinem Garten habe, die stehen da entweder gar nicht drin oder die stehen als drin als sehr schwierig zu kultivieren oder als lästiges Unkraut, was der Gärtner rauszupft. Es ist ganz interessant, über die Pflanzen meiner Wiese habe ich am meisten über Bestimmungsbücher, über heimische Bücher, was blüht denn da, gelesen. Und indem ich die Pflanzen angeguckt habe, wie wachsen die in der Natur und das versucht habe nachzumachen. Sie glauben gar nicht, wenn Sie versuchen, allein diese Wiesenglockenblume, die ist in fast keiner Saatmischung drin, weil die sehr, sehr kleine, staubfeine Samen haben, die ein so geringes Tausendkorngewicht haben, dass die durch diese Saatgutmaschinen, durch diese Rüttelmaschinen einfach durchfallen. Da müssen Sie sich also irgendwo selber mal Saatgut besorgen. Und Sie finden sie auch in fast keinem Blumenbuch, außer in Büchern über sehr naturnahes Gärtnern. Aber am meisten lernen sie wirklich durch Beobachten aus der Natur, so ging es zumindest mir. Und damit auf mehr blühende Landschaft draußen in der freien Natur wie in ihrem Garten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich stehe noch für Fragen zur Verfügung. Genau. Gut. Dann würde ich meine Bildschirmpräsentation hier beenden, dass ich die Teilnehmer auch wieder sehen kann, oder? Gut, jetzt ist bei Green City keiner da. Ich würde mal meinen Bildschirm wieder anschalten und stehe dann noch für Fragen. Super, danke Andreas. Ich hatte tatsächlich mein Mikrofon aus, während ich gesprochen habe. Gut. Ich gebe schon mal ganz, ganz, ganz viel super Feedback von den Leuten aus dem Chat an dich weiter. Danke. Vielen, vielen herzlichen Dank für die tollen Einblicke, für die vielen Anregungen und spannenden Geschichten, die du erzählt hast. Und viele wollen jetzt wahrscheinlich schon gehen. Bevor Sie gehen wollen, haben Sie natürlich die Chance, dich noch zu fragen. Ich habe 2, 3 Fragen aufgeschrieben, die würde ich aber jetzt mal ans Ende stecken. Und wie gesagt, ich hatte es ja vorher schon mal ganz kurz anklingen lassen. Wenn ihr euch, wie ich, total darüber gefreut habt und Lust habt, uns eine kleine Spende zukommen zu lassen, ich schicke jetzt mal einen Link in den Chat, da könnt ihr das gerne machen. Und ansonsten, wie gesagt, Andreas, es ist dein Webinar und bitte jetzt die Fragen für den Andreas. Und bitte denkt dran, schaltet euer Mikrofon an. Ja, ich wollte mich auch noch bedanken beim Netzwerk Blühende Landschaft, bei Green City, dafür, dass ihr das dass ihr das initiiert habt. Ich verlange kein Honorar und nichts, das also für alle Zuhörer, wenn ihr spenden wollt, das geht alles an Green City, dafür, dass naturnahe Flächen in und um München geschaffen werden. Wenn Sie Fragen an mich haben und jetzt weg müssen, dann können Sie die entweder dem Sebastian an Green City schicken oder mir per E-Mail an fleischmann@bio.lmu.de. Also Sie finden mich auch im Internet. Dürfen Sie mich gerne anschreiben. Bitte seien Sie nicht traurig, wenn dann nicht nach 1, 2 Tagen eine Antwort kommt. Ich bin momentan relativ beschäftigt, aber dann versuche ich das zu beantworten. Also wir haben angeboten, das zu sammeln und dir dann einfach gesammelt zu schicken. Ich glaube, das ist das Beste. Genau. Dann schreiben wir eine Mail und geben das dann. Ich bedanke mich auch jetzt nochmal bei allen Zuhörern. Es sind auch einige Namen, die ich kenne, also Leute, die ich schon mal getroffen habe. Es sind sogar ehemalige Studentinnen oder Studenten von mir dabei. Die grüße ich ganz gern, hoffe, das war nicht ganz langweilig. Und ich stehe natürlich jetzt für Fragen offen. Wollt ihr das wieder über den Chat machen, Basti, oder? Also ich würde jetzt einfach mal ein paar Fragen runterlesen, die ich mir aufgeschrieben habe. Vielleicht, wenn die Amelie zuhört, könnte sie ganz kurz ihr Mikrofon anmachen, weil sie hat mich eine Frage gefragt bei uns, wo ich nicht ganz sicher bin, ob ich es richtig verstanden habe. Amelie, bist du noch hier?
Dann melde dich einfach, ich bin sobald noch du da. Ah, genau. Darf ich mich jetzt? Kleine Sorry. Frage zu der Wurzelsperre im Rasen, wenn man eine Blumenwiese genau. ansetzt. Ja, es geht um eine Fläche in einem Park bei mir in der Nähe. Und da ist halt natürlich eine Rasenfläche, wo die Kinder spielen können und viele Leute sind. Aber das ist halt auch eine Fläche, wo man eigentlich eine gute Öffentlichkeitswirkung hat. Und da wollen wir natürlich eine Fläche anlegen, die möglichst sinnvoll ist für alle Insekten, natürlich nicht nur Wildbienen. Ja. Jetzt ist die Frage, kann man da halt, macht es Sinn, eine Rasensperre auszubringen, weil man kann die Fläche jetzt nicht wirklich isolieren. Die ist halt da in dem Park. Mhm. Ja, was macht da denn Sinn? Also kann man machen, ich würde sagen, die irgendeine Sperre oder Abgrenzung dann vor allem deswegen, nicht, dass man die Pflanzen davon abhält, da reinzuwachsen, sondern dass man halt sieht, wo gemäht wird und wo nicht. Also wir haben das hier bei uns auch gemacht in einigen Parks und ich sehe das auch in München, dass ein Teil halt intensiv gemäht wird, auch per Mulchmaat, und der andere Teil extensiv nur zweimal im Jahr, wo dann die Blumenwiese kommt. Und da wird auch nicht abgegrenzt, sondern die Blumen, die wachsen dann nicht in den Teil, der Spielrasen ist, weil da einfach so häufig gemäht wird. Und das hilft eigentlich, da braucht man keine mechanische Trennung, höchstens, dass halt die Bauhofmitarbeiter oder die Grünflächenamtmitarbeiter wissen, wo sie mähen. Meiner Meinung nach, aus eigener Erfahrung, hilft, gegen besorgte oder um besorgte Bürger aufzuklären, in der Regel noch ein Schild, was machen wir hier und warum machen wir das? Weil ganz schnell kommen die Anrufe bei den Leuten von der Parkverwaltung, Grünflächenämtern, die müssen sich anhören, warum mäht ihr da nicht, da kriegt mein Hund Zecken oder da kriegt mein Kind Zecken, dass da einfach die generellen Missverständnisse, dass man dagegen aufklärt. Und das sind eigentlich zwei Dinge, Zecken und Pollenallergie. Und da ist die Standardantwort, da habe ich einen vorformulierten Text mittlerweile für die Grünflächenämter. Es ist Zecken egal, ob der Rasen 3 Millimeter lang ist oder 30 Zentimeter. Die Anzahl an Zecken in einer Wiese hängt davon ab, wie viele Säugetiere da reingehen, die Zecken mitbringen. In der Regel sind es Igel, Katzen, Hunde und so weiter, die da durchstreuen. Die Zecken mitbringen und fallen lassen. Und es ist denen egal, wie lang das Gras ist. Das andere ist Pollenallergie. Ja, bei euch blüht es schon überall, mäht jetzt sofort, ich habe Pollenallergie. Das ist auch wieder ein Trugschluss. Die drei Hauptallergie verursachenden Gräser bei uns in Deutschland, das ist das Wiesenfuchsschwanz, das ist der Glatthafer und das ist das Knollgras. Und das sind alles drei Gräser von Fettwiesen, die durch die Mulchmaat oder durch Nährstoffreichtum gefördert werden. Auf Blumenwiesen, die extensiv genutzt werden, also die magere Böden haben, da wachsen Gräser, die sehr, sehr wenig Allergene bis keine Allergene auf den Pollen tragen. Die sind also nicht allergieauslösend, sondern ganz im Gegenteil. Die Wiesen, die man häufig mäht, die man mulcht, wo man Nährstoffe reinbringt, der englische Zierrasen quasi, wenn man den blühen lässt, das sind die Flächen, wo die allergieauslösenden Gräser vorkommen. Und der einzige Aspekt, der wirklich dann dafür spricht, auf öffentlichen Flächen einen Teil kurz zu mähen, ist, dass in dieses langen Gras Wiesen, dass man den Hundekot sehr schlecht findet. Wenn Leute ihre Hunde frei laufen lassen, dass die eben ihre Hundstrümmer nicht finden. Und das machen wir entlang von Gehwegen, dass wir die äußersten 80 cm oder 1 Meter kurz mähen. Da machen die Hunde hin. Und da findet man die Hundstrommel. Und das ist bei so einer zweigeteilten Fläche, dass man vielleicht den Rand dieser Wiese ein bisschen kürzer mäht. Darf ich noch mal kurz einhaken hier? Ja. Also es handelt sich um eine Insektenoase. Die ist schon mit einem Band abgesperrt. Also man kann tatsächlich erkennen, da ist auch ein Schild dran, hier ist die Insektenoase und so. Jetzt ist aber eher das Problem, dass das wurde halt vor ein paar Jahren mal ausgemagert, auch mit Sand. Aber dass die Grasnarbe halt einfach immer wieder reinwächst und das ist halt schon auch eine Arbeit, das abzustechen. Ah, ja. Genau. Also es geht darum, die von dem als Zierrasen genutzte Fläche, dass da nichts in die Insektenoase reinwächst. Genau, ja. Da hilft tatsächlich eine Wurzelsperre oder dass man einfach einen breiten Streifen mit sehr, sehr magerem Boden, dass man einfach den Boden aus... Also das wäre eine gute Alternative, die ich mir vorstellen könnte, dass man so 30 Zentimeter und dann vielleicht 50 cm, 60 cm, Meter tief einfach einen Graben macht und den mit Sand auffüllt. Denn mit sehr, sehr magerem Sand, also so Spielsand, wie man den für die Sandkästen hat. Das hat zwei Vorteile. Erstens wird es für das Ziergras viel zu mager. Das wächst da nicht rein. Das wird von dem Sand aufgehalten. Das ist eine gute Drainage auch. Und es ist wunderbarer Lebensraum gleich für bodennistende Wildbienen. Und die Kinder können vielleicht sogar in den Sand spielen.
Das war sehr hilfreich, danke. Danke, Amelie, für deine Frage. Wunderbar, Andreas. Schön, dass du es beantworten konntest. Das ist mir jetzt gerade spontan, also so hätte ich es wahrscheinlich angegangen mit so einer Sandsperre. Dann hat man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Amelie, ich möchte dich bitten, dass du alle weiteren Fragen uns vielleicht zusendest, damit wir auch die anderen noch durchgehen können, wenn es in Ordnung ist für dich. Eine kurze Frage von Martin. Weißt du, Andreas, ob es das veränderliche Widderchen im Süden von München oder in München gibt? Ja, ob es dort vorkommt? Gibt's auch. Also in München gibt es sogar noch mehr Widderchen. Also da gibt es sogar relativ seltene Widderchen. Und wenn ein Widderchen, das veränderliche Widderchen kann man erkennen, das ist das einzige von unseren Widderchen mit 5 roten Flecken, das auf dem Hinterleib einen roten Ring hat. Das kommt hier bei uns nördlich der Alpen in der Regel nur mit roten Flecken vor. Südlich der Alpen hat es dann weiße Flecken. Und das ist, frisst ausschließlich auf der Kronwicke, also Coronilla oder Sicoriga ravaria. Und wenn da so gelblichhaarige Raupen sind mit schwarzen Flecken, die nachts vor allem auf der Kronwicke fressen, dann ist das das veränderliche Widderchen. Andere Widderchenarten in München, die fressen dann an Hornklee oder an anderen Pflanzen. Also da hat jede Art so ihre eigenen speziellen Pflanzen. Eine Frage war noch, ob der Inkarnatklee denn problematisch sei. Der Inkarnatklee ist nicht heimisch und er ist kurzlebig und der hält sich interessanterweise in intakten Blumenwiesen sehr, sehr gut. Das ist für mich immer ein Zeichen, dass eine Blumenwiese früher mal ein Grünacker war, wo künstlich ausgebracht wurde, ist, wenn entweder sehr fetter Rotklee dasteht oder Inkarnatklee. Der hält sich erstaunlich lang und erst wenn die Wiesen sehr, sehr mager sind, verschwindet der wieder. Das ist also keine heimische Art. Dient zwar einigen Insekten als Nahrungsquelle, also den ausgewachsenen Tieren, Schmetterlingen und einigen Hummeln, aber die, meines Wissens, die Schmetterlingsarten, die am Rotklee zum Beispiel fressen, die fressen nicht am Inkarnatklee. Also wenn man den Inkarnatklee durch heimischen Rotklee ersetzen kann, dann ist schon mal wieder was gewonnen. Super, cool. Und jetzt eine der aller häufigsten Fragen, die hier in verschiedensten Facetten angekommen ist. Wenn ich denn jetzt wirklich von Pflanzen überhaupt keine Ahnung habe oder so tief in der Stadt drin wohne, dass ich nicht rauskomme oder was auch immer, wo bekomme ich denn vernünftiges Saatgut her? Kann ich das beim Bingenheimer bestellen oder gibt es irgendwelche Bezugsquellen, wo ich Saatgut käuflich bekommen kann? Genau, also es ist tatsächlich, dann gibt es Rigo-Saatgut. Im Münchner Raum ist das zum Beispiel der Herr Krimmer, der ist, glaube ich, bei Freising draußen, der bietet regionales Saatgut für die Münchner Schotterebene an. Ich würde auch mal bei den Landschaftspflegeverbänden, die haben häufig so E-Beetles, wo die das Saatgut ausmähen, auch Bund Naturschutz, Landesbund für Vogelschutz. Das würde ich in kleineren Städten sagen. Um München rum kann ich Ihnen gleich sagen, die sind allein mit ihren Saatgut schon an den Grenzen von dem, mit dem Saatgut, was sie ernten, was sie brauchen, jedes Jahr für Ausgleichsflächen, weil in München so viel gebaut wird, dass man anderswo Ausgleichsflächen anlegen kann. Aber das wäre sonst im Umland, in kleineren Städten, wären das zum Beispiel auch meine ersten Ansprechpartner, die dann eben solche Flächen betreuen und dann Saatgut auskämmen und das dann in der Regel auch abgeben können. Und sonst bleibt halt Regio Saatgut, Rieger, Hoffmann, Bingenheimer und so weiter. Das wäre halt dann die zweite Wahl, wenn wirklich nichts anderes mehr da ist. Also was wir von Green City anbieten können natürlich, wir haben ja im Projekt Blühende Bänder eine eigene Saatgutmischung mit der TU München, beziehungsweise die TU München hat die entwickelt. Da sind 23 heimische Wildpflanzen, Wildblumen drin. Davon haben wir relativ umfangreich eingekauft und können da natürlich an euch, liebe Zuhörer, liebe Fans von den Blühenden Bändern, auch was abgeben. Das wird auch ein Thema sein in den nächsten Webinaren oder in einem der nächsten Webinare. Entweder ihr wartet darauf oder ihr schreibt uns direkt an. Dann würden wir gucken, dass wir das vielleicht ein bisschen vorziehen und nochmal ein bisschen früher auf diese Saatgutmischung in dem Webinar eingehen, wofür die geeignet ist, warum wir die so zusammengestellt haben und wo ihr dieses Saatgut auch herbekommen könnt. Genau. Ich sehe mehrmals schon im Chat, also die Katharina hat geschrieben, Syringa, ich habe Rieke Hoffmann, Krimmer habe ich ja schon erwähnt, Bingenheimer. Ich möchte natürlich jetzt, das Gefahr ist, wenn ich jetzt so Saatgutquellen nenne, das sind nicht unbedingt die schlechtesten und nicht unbedingt die besten, aber vielleicht vergesse ich jetzt jemand anders und wenn das dann irgendwie öffentlich gecastet wird oder so, heißt der Fleischmann, der hat uns jetzt vergessen oder der hat uns nicht genannt. Also wenn Sie kein regionales Saatgut vor Ort haben, dann Regio-Saatgut. Es gibt wirklich biologisch produziertes, gebietsheimisches Saatgut. Im Münchner Raum wäre das zum Beispiel die Firma Krimmer, die mir als allererstes einfällt. Das ist immer noch besser, als dass Sie irgendwo was bei eBay kaufen oder in irgendeinem Baumarkt, eine Mischung, wo Sie gar nicht wissen, wo es herkommt. Achten Sie darauf, wenn Sie in Ihrer eigenen Wiese Saatgut aussäen, Blumenwiesen, Saatgut, dass Sie
ein Saatgut nehmen, wo kaum Gräser dabei sind. Das ist aus eigener Erfahrung, weil in der Regel die Böden doch eher nährstoffreich sind und nicht ganz so nährstoffarm. Also ich hatte wirklich einen mageren Boden, dass ich Gräser zusätzlich noch dazu gesät habe. Aber wenn Sie ein Saatgut haben, wo viele Gräsersamen drin sind, dann dominieren die in der Regel relativ schnell und dann sind Sie recht enttäuscht, weil Sie haben dann im ersten oder den ersten, zweiten, dritten Jahr noch eine schöne Blumenwiese und dann nehmen relativ schnell die Gräser zu. Auch das muss ich noch dazu sagen, eine Blumenwiese, die im ersten Jahr bereits in voller Blüte steht, ist keine Blumenwiese. Das ist eine Blühmischung. Das ist eine einjährige Blühmischung. Eine Blumenwiese wird im zweiten Jahr die ersten Arten haben, die schön blühen. Im dritten, vierten Jahr geht es dann langsam los. Und wie gesagt, ich habe ja schon erwähnt, es dauert bis zu 10 Jahre, bis die richtig schön ausschaut. Es gibt aber Saatgut, Syringa macht das zum Beispiel gerne so, weil die eben sagen, dass die Leute sind ungeduldig heutzutage und die hören natürlich nicht alle, wissen nicht alle was über naturnahes Gärtnern. Und wenn die was aussehen, was im ersten Jahr nur so kleine grüne Pflänzchen sind und nichts blüht, dann sind die enttäuscht. Deswegen gibt es einige Anbieter, die eben auch einjährige fremdländische Arten als Akzeptanzpflanzen hinzumischen, damit es im ersten Jahr schön blüht. Und dann eben im zweiten, dritten Jahr, die verschwinden dann diese Akzeptanzpflanzen. Und im zweiten, dritten Jahr geht es dann mit den Wildblumenarten dann langsam los. Genau, ich würde gerne noch eine Frage hier reinbringen. Das ist eine relativ früh gestellte Frage. Da hattest du das erste Mal über Weiden gesprochen. Hm? Kann ich denn eine Weide auch auf dem Balkon haben? Ist das problematisch? Geht gut. Geht gut, weiß ich aus eigener Erfahrung. Also ich habe lange mit meiner Frau zusammen noch in einer kleinen Mietwohnung auf dem Balkon gewohnt. Sie brauchen nur einen großen Kübel. Je größer, desto besser. Und dann können Sie Weidenstecklinge, das sind also wirklich Starkziehererweiden, die brauchen schon ordentlich Nährstoffe, da können Sie Weidenruten reinstecken und die laugen den, also ich habe die wirklich in sehr, sehr großen Kübeln, in so Mörtelwannen. Weiden generell wachsen in der Regel sehr, sehr feucht, also ich habe unten gar nicht so viel Drainageschicht reingebracht. Und dann gute Komposterde und da wuchsen die Weiden sehr, sehr schön, sind also auch bis zu 3 Meter hoch geworden, laugen das relativ stark aus und deswegen habe ich da immer wieder alle 2-3 Jahre neu gesteckt. Aber da kann man schönen Sichtschutz aus einzelnen Weidenstecklingen auch machen. Geht also gut. Und es gibt dann auch kleine Zwergweiden, Spalierweiden, es gibt Zuchtformen von unseren heimischen Weiden, die etwas kleiner bleiben, die auch im Balkonkasten durchaus gut gehen. Und wenn wir schon auf dem Balkon sind, die Katharina hatte gefragt, kann ich denn auch eine Saatgut- oder eine Mähgutübertragung für die Balkonbepflanzung oder für meine Balkonkästen nehmen, um da ein wiesenähnliches System aufzubauen? Da fehlt mir ein bisschen die Erfahrung, aber ich würde sagen, ja, durchaus. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil sie nicht so eine große Fläche haben, wo sie das flächig ausbringen können, sondern auf dem Balkonkasten ist in der Regel am Balkon immer ein bisschen windiger und alles. Da würde ich halt die Balkonkästen nicht am Balkon so positionieren, oder am Anfang muss man das halt dann irgendwie mit Steinen beschweren wahrscheinlich, dass es nicht runtergeweht wird. Aber ich kann mir das vorstellen, dass es sehr, sehr gut klappt. Und das einfach mal testen. Ich habe viele Wiesenblumenpflanzen auch lange am Balkon kultiviert, die ich, bevor ich sie in die Wiese ausgepflanzt habe, ganz einfach, weil das ein südseitiger, sehr sonniger Balkon ist. Da ist meine Anzucht für Wiesenpflanzen. Und es geht erstaunlich gut. Also Arten wie Hornklee, Salbei, Natternkopf, das geht sowieso gut auf dem Balkon. Es gibt ein paar Tiefwurzler, die auf dem Balkon nicht so gut gehen. Also die von mir erwähnte Kronwicke zum Beispiel, die geht im Balkonkasten einfach nicht, weil die eine Pfahlwurzel macht, die teilweise, ich würde sagen, 2-3 Meter tief ist. Die habe ich bei mir im Balkon nicht in den Balkonkasten. Ich habe tatsächlich eine Kronwicke, die hängt vom Balkon. Die habe ich in so einem Plastikfallrohr. Da habe ich mir einfach mit einer Regenrinne aus dem Baumarkt, die habe ich auf 1 Meter, glaube ich, oder so hoch, wie halt das Balkongeländer ist, habe die unten abgesägt, habe da ein Gitter hin, dass da keine Steine rausfallen, habe mageren Kies rein und einen Untersetzer und da eine Kronwicke eingesät. Und die steht da seit 5 Jahren und hängt jedes Jahr über den Balkon runter. Also es geht, wenn man die natürlichen Bedingungen der Pflanze kennt. Ich wusste halt Pfahlwurzler und habe das dann versucht, wieder zu imitieren. In der Regel sind die meisten anderen Wiesenarten aber Flachwurzler und gehen deswegen in einem trockenen Balkonkasten wunderbar. Nehmen Sie nur nicht so nährstoffreiche Erde, sondern magere Erde. Ich habe teilweise mit Sand, mit der Mischung aus Sand und Gartenerde wunderbare Erfolge. Ja. Darf ich direkt zurückfragen? Genau. Also ja. Erfahrungen mit Balkonkasten. Also ja, also mir geht es um die Genetik, ob ich praktisch, ich habe die bisher halt immer Staudengärtnereien gekauft, aus naturnahen, aber wäre es auch besser,
Also wegen der Genetik, dass ich auch zum Krämer fahre. Das ist natürlich Münchner Innenstadt, muss man sich, glaube ich, um die Genetik nicht so viel Sorgen machen, weil da nicht ganz so viel nach außen getragen wird. Um die Genetik mache ich mir dann Sorgen, weil ich mein Ziel, meine Botschaft ist ja, die Lebensräume zu vernetzen. Und wenn man im Umland von München wohnt, da sieht es schon ein bisschen schwieriger aus, weil da kommen natürliche Lebensräume, auch Richtung Isar, die ja wieder ein blühendes Band sein sollte. Wenn da irgendwas vom Staudengärtner reinkommt, Margerite ist ein schönes Beispiel. Das ist meistens nicht mal unsere heimische Margerite. Und schon, wir haben nicht nur eine heimische Margerite, wir haben schon mal zwei unterschiedliche. Wir haben eine Trockenrasen-Margerite und eine Wiesen-Margerite. Die sind kaum zu unterscheiden. Dann kommen von den Staudengärtner rein, kommen häufig die nicht heimischen Margeriten. Das sind großblütige Margeriten aus dem Kaukasus. Und wenn man weiß, dass sich die Margeritenarten alle kreuzen und man das nicht unbedingt sieht, nur genetisch erfassen kann, dann wird es schon schwierig. Also Münchner Innenstadt würde ich sagen, kein Problem auf diesen Balkonkasten. Und ansonsten würde ich sagen, spielt keine Rolle. Jetzt ist es bei mir etwas dunkler, da müssen Sie sich nicht wundern. Ich habe hier ein Terrarium mit fleischfressenden Pflanzen mit ein paar nicht heimischen Arten. Und da ist gerade die Zeitschaltuhr, das geht also aus, gehe um kurz vor 8. Deswegen bin ich jetzt etwas dunkler hier im Bildschirm. Müsste okay. Kurz das Licht anschalten. Ich gehe jetzt wieder raus, gell, für die anderen. Genau. Super, danke Katharina. Ja, tatsächlich hatte der Manuel ja vorher, ich weiß nicht, Manuel, bist du noch da? Melde dich gerne. Sehr explizit gefragt, was gibt es denn für Pflanzen, die sehr gut funktionieren in sehr schattigen Lagen, wo wenig Licht ist, wo ja, ich vielleicht auch einfach wirklich kühlere Ecken habe? Genau, das ist das Schöne, man kann sozusagen so ein Wiesenäquivalent im Schatten machen. Wir haben ja bei uns sehr viel Artenvielfalt von heimischen Pflanzen, weil unsere heimischen Pflanzen sich auf verschiedene Lebensräume aufteilen. Und von den meisten Pflanzengattungen haben wir Arten, die in der Sonne wachsen und welche im Schatten. Also es gibt Glockenblumen, die im Schatten wachsen. Das ist halt dann nicht die Wiesenglockenblume oder die rundblättrige Glockenblume, sondern das wäre die breitblättrige Glockenblume oder die nesselblättrige Glockenblume. Das wäre dann nicht der Wiesensalbei, sondern das wäre zum Beispiel der klebrige Salbei. Das wäre nicht der Wiesenstorchenschnabel, sondern der Waldstorchenschnabel. Da gibt es also verschiedenste Pflanzen. Wie gesagt, einfach gucken, was am schattigen Waldrand wächst und dann mit einem Blumenbuch anschauen. Muss nicht mal ein Blumenbuch sein. Es gibt heutzutage wunderbare Bestimmungs-Apps wie Flora Incognita oder so. Da hält man das Handy drauf und dann weiß man in der Regel, was das für eine Pflanze ist. So habe ich das auch gemacht. So bin ich zum Botaniker geworden. Ich habe mich damals in Blumenbüchern schlau gemacht. Wie heißt die Pflanze? Was braucht die Pflanze? Also ich bin Botaniker und Gärtner. Das kann ich nicht trennen. Was braucht die Pflanze? Und habe es dann versucht, die Pflanze in meinem Garten heranzuziehen. Bei nicht geschützten Arten natürlich. Wir reden hier von ganz gewöhnlichen Wiesenarten. Heutzutage geht es viel einfacher. Heute muss man gar nicht in ein Blumenbuch gucken. Heute ergoogelt man sich das. Wenn man da eingibt, schattiger Waldrand, Pflanze mit runden Blättern, kriecht am Boden weiße gelbe Blüten, dann kommt man leicht aufs Spanningkraut und dann kann man ganz viel über die Ansprüche schon finden bei Wikipedia oder sonstigen Artikeln und kann sich da informieren und dann kann man sehen, das würde vielleicht in meinem schattigen, mageren Boden wachsen. Genau, und wie du ja schon gesagt hast, wenn man weiß, dass auf der Fläche kein Naturschutzgebiet ist oder keine besonders wichtige, wertvolle Fläche, dann kann man ja durchaus sich ein paar Samen abnehmen und die einfach mal ausstreuen und sehen, kommt es gut an. Dort, wo die Samen auskeimen und sich auch zu guten Pflanzen entwickeln, da ist der Standort schon gut genug, dass die da auch stehen bleiben in der Regel. Ja. Ich möchte da noch etwas ergänzen, nicht, dass mich wieder falsch zitiert wird. Und heißt, der Fleischmann verkündet hier öffentlich, man soll überall Samen mitnehmen. Bitte fragen Sie den Grundstückseigentümer, wenn das verpachtete Flächen sind, also wenn das irgendwelche Blumenwiesen sind, die landwirtschaftlich genutzt werden, zur Sicherheit. Die werden nichts dagegen haben. Beim städtischen Grün ist es in der Regel so, dass die sowieso vorm Mähen, da haben die nichts dagegen, wenn man Samen entnimmt. Bitte keine Naturschutzgebiete, bitte keine Landschaftsschutzgebiete besammeln. Es geht hier um Blumenwiesen, also das, was auch im heimischen Garten wachsen würde. Und zur Not, wenn Sie unsicher sind, fragen Sie erstmal bei der zuständigen Behörde nach, beim Grünflächenamt, ob Sie das dürfen. Und in der Regel sagen die Ihnen ja, gerne, gerne. Super, cool. Gut. Ja, dann haben wir ja schon, ich glaube, wir haben hier alle Fragen beantwortet. Sollte noch irgendjemand jetzt unbefriedigt sein, dann möge er sich jetzt melden oder aber zumindest für heute schweigen, weil Andreas, wir haben schon sehr, sehr viel von deiner kostbaren Zeit in Anspruch genommen und ich muss sagen, auch für mich ist es immer und immer wieder toll, wenn ich sehe, was du in deinem Garten hast, wenn du diese Geschichten erzählen kannst. Ich hätte noch eine Frage vor der Frage jetzt, die habe ich leider nicht gesehen. Da war noch was, ich soll noch nach
noch irgendwas erklären, glaube ich. Das war jetzt 4 Fragen vorher, bevor die ganzen Danksagungen kamen. Mhm. Ich danke mich natürlich schon mal fürs Zuhören. Während die, gibt es in einer Blumenwiese auch Unkräuter, die bekämpft werden sollen? Für mich gibt es gar keine Unkräuter, auch im Gemüsebeet. Ich kenne nur Beikräuter. Und das sind halt Pflanzen, die zusammen mit meinem Gemüse wachsen und mir Freude bereiten. Es gibt in einer Wiese generell nichts, was irgendwie, also am Anfang pendelt sich die Wiese ein. Und da werden einige Pflanzen immer dominanter und andere gehen zurück. Da kann man noch ein bisschen helfend eingreifen. Ich habe in meiner Wiese nichts, was ich rauszupfe, außer das kanadische Berufskraut und das Feinstrahlberufskraut. Die würden nicht störend sein, das sind aber keine heimischen Pflanzen und ich möchte nicht, dass die dann einfach in meine anderen naturnahen Flächen aussamen. Aber es gibt sonst keine. Ackerwinde wurde genannt. Die Ackerwinde habe ich in meine Wiese bewusst gepflanzt, weil es wieder eine bestimmte Insektenarten gibt, die das lieben. Also ich sehe nichts als Unkraut. Es gibt ein paar Pflanzen, die sind sehr wüchsig, wie der Giersch. Der wächst auf meinem mageren Boden nur nicht ganz so gut, aber den habe ich auch im Gemüsebeet und den nütze ich auch als Gemüse. Aber ich kenne keine Unkräuter, ich kenne, wie gesagt, nur Beikräuter. Und bei mir wachsen auch im Gemüsebeet zwischen den Zucchini dann einzelne Löwenzahnpflanzen oder meine Flockenblume, die ich als Beikraut so sehe. Also ich kenne, bei mir gibt es nichts, was Unkraut ist. Es gibt nur Pflanzen, die ich nicht bewusst gepflanzt habe, über die ich mich dann freue, wenn sie irgendwo auftauchen und wo ich mir denke, hoppla, du kannst dich da aber ganz schön durchsetzen. Und wenn sie halt wirklich zu dominant werden, dann kann man diese Pflanzen ja immer noch abschneiden oder rausreißen. Also da kann man schon helfend eingreifen. Genau, Andreas, die Frage hast du wahrscheinlich bewusst nicht beantwortet, weil es so knifflig ist und so schwierig, dass selbst du keinen Rat hast. Wie kann ich denn eine bestehende Wiese, einen Rasen ausmagern? Einen Rasen, also eine Wiese oder ein Rasen, da muss man differenzieren. Ist es ein Rasen, also ein Zierrasen oder ist es schon eine Wiese, eine Blumenwiese? Nein, einen Rasen war tatsächlich die Frage und ich glaube, genau. Das ist auch das große Problem, bei dem die meisten an ihre Grenzen stoßen. Gibt es ein paar Tipps? Und zwar, zum einen, wenn Sie es sich erlauben können, wenn es ein wüchsiger Rasen ist mit dieser verfilzten Grasnarbe und Sie können es sich erlauben, und es ist eine kleine Fläche, gehen Sie mit dem Bagger rein und schaufeln den ganzen Oberboden weg und ersetzen Sie ihn durch Steine und Sand, den Sie ein bisschen mit der Erde mischen. Decken. Oder wenn es ein magerer Boden ist und Sie haben trotzdem dieses verfilzte Zierrasen, weil das irgendwelche Zierkreise sind, die ausgesät wurden, die wirklich sehr, sehr wüchsig in die Blumenwiese reinwachsen würden, dann Teichfolie auslegen oder irgendwelche Teppiche oder so für einen Monat. Dann ist das Gras weg und dann können Sie da die Blumenwiesen drauf sehen. Oder Sie machen es nur in einem schmalen Streifen, dass Sie so Inseln schaffen. Von dort aus breitet sich die Blumenwiese dann aus. Aber manche Ziergräser sind da sehr, sehr, die sind darauf gezüchtet, wirklich einen dichten Filz zu machen, wie so ein Fußballrasen oder Golfrasen, dass da nichts durchkommt. Und da gibt es immer noch einen Trick. Das haben die Engländer und die Holländer entwickelt, um Deiche zu begrünen, wo früher, glaube ich, auch einfach so Rollrasen ausgebracht wurde mit zierwüchsigem Gras. Es gibt Pflanzen, die auf Graswurzeln parasitieren und die schwächern auch die stärksten wuchernden Gräser, selbst Quecke oder sowas. Das ist, was ich hier im Vordergrund, meine Cursor sieht man hoffentlich, nein, ich bin jetzt raus aus dem Bildschirmmodus. Das wäre Natternkopf und Klappertopf. Und Klappertopfarten, die sind parasitisch, die sind in keiner Samenmischung drin, ganz einfach deswegen, weil der Klappertopf kurzlebige Samen hat. Klappertopf Rhinanthus, genau. Haben wir mehrere Arten um München rum, kommen 3 natürlicherweise vor. Wenn das passt, dann sind die Wiesen im Frühjahr jetzt um diese Zeit gelb, weil so viel Klappertopf da ist. Der hat kurzlebige Samen. Die Samen lassen sich nur ein Jahr aufheben. Deswegen ist der in fast keiner Saatmischung drin. Die müssen Sie also, wenn die reif sind, frisch sammeln und dann gleich in Ihre Wiese ausbringen. Die keimen im nächsten Frühjahr. Das ist eine einjährige Pflanze, die Graswurzeln parasitiert. Und das ist verblüffend. Wenn Sie eine Wiese haben mit hochwüchsigem Gras, dann erkennen Sie die Flecken, wo Sie Klappertopf ausgesät haben, weil da das Gras teilweise nur 10 cm hoch wird, da haben Sie dann so blühende gelbe Flecken, die jedes Jahr größer werden. Und dort, wo dieser Klappertopf ist, das Gras in Schach hält, da können Sie anfangen, Wiesenblumen einzusäen. Aushagern nennt man das. Eine andere Möglichkeit ist, diesen Rasen, man muss Nährstoffe rausschaffen. Das heißt, Sie lassen diesen Rasen lang werden bis Juni oder so, bis das Gras maximal hoch ist und blüht. Dann mähen Sie das, aber nicht mit Mulchmäher, sondern am besten mit einem Balkmäher oder der Sense und schaffen dieses lange Gras weg. Und so können Sie diesem Boden auch Nährstoffe entziehen mit der Zeit. Also das zusammen mit dem Klappertopf, das hilft sehr, sehr gut.
Gibt es auch Schmarotzerpflanzen, die sauren Böden mögen? Kam gerade. Ja, generell, es gibt Klappertopfarten, die auf Kalk wachsen und es gibt Klappertopfarten, die auf sauren Böden wachsen. Der kleine Klappertopf, Rhinanthus minor, der mag sauren Boden. Der Grannenklappertopf oder der zottige Klappertopf, die mögen kalkhaltige Boden. Genau. Aha. Also Moorboden, saurer Boden, da ist natürlicherweise kommt da der kleine Klappertopf vor. Ja, jetzt gucke ich mal in den Chat rein und scroll auch mal ein bisschen hoch, ob ich da noch irgendwelche Fragen finde, die noch nicht beantwortet sind. Sonst immer gern Hand hoch oder schnell einen Chat aufgemacht. Sonst denke ich, haben wir wirklich wahnsinnig viele Themen angeschnitten. Eine Frage habe ich, glaube ich, im Chat schon beantwortet. Mhm. Es gibt tatsächlich heimische Muscari-Arten, die sind aber sehr selten und teilweise nur sehr in kleinen Gebieten verbreitet. Und eine zweite Frage, ist es denn tatsächlich so, dass wenn wir jetzt so heiße Sommer haben, die wir ja auch in Zukunft häufiger haben werden, dass Bienen, die sieht man ja häufig, teilweise noch mehr unterstützt werden müssen, indem man ihnen Wasser gibt, also dass sie eigentlich die Flüssigkeit brauchen und nicht nur den Nektar. Ja, wobei die in der Regel, also die meisten Wildbienen nur dann Flüssigkeit brauchen, wenn sie ihr Nest bauen, um zum Beispiel den Lehm anzufeuchten, um die Nestwände zu bauen. Nur die solitären, also die staatenbildenden Bienen, die Honigbienen, die Hummeln, aber auch Wespen, die tragen aktiv, da tragen die Arbeiterinnen aktiv Wasser ins Nest, um das Nest zu kühlen. Aber alle anderen Wildbienen brauchen das nicht. Aber Wasser anzubieten ist generell immer gut, auch für, bei diesen heißen Sommer auch für Vögel, andere Insekten ganz, ganz gut. Und das ist tatsächlich etwas, worüber ich mir Gedanken mache, auch wie es mit den trockenen Sommern ausschaut. Denn generell, wenn es nur wärmer werden würde und dabei gleich feucht bleiben würde, dann würden unsere Insekten sogar davon profitieren. Denn je wärmer, desto mehr Insektenarten. Es wird aber bei uns wärmer und trockener. Und dann wird es bei uns im Sommer tatsächlich aussehen wie im Mittelmeergebiet, dass bestimmte Pflanzen dann nicht zur Blüte kommen oder einfach die Vegetationszeit im Sommer so ein Loch hat, so ein Blütenloch, das wir jetzt schon durch die Maat haben. Und da kann man tatsächlich in den heimischen Gärten mit so künstlichen Ökosystemen ein bisschen nachhelfen, wenn man da doch immer einen feuchteren Teil hat, einen Teich oder so, oder am Balkonkasten, wo doch gegossen wird. Und da blüht dann manchmal im eigenen Garten mehr als in der freien Natur. Das habe ich in den letzten trockenen Sommern gesehen, im Botanischen Garten München und in den Gebieten drumherum. Da hat im Botanischen Garten München mehr geblüht. Und da waren dann auch teilweise mehr Insekten da, als auf den außenliegenden Flächen, die dann wirklich ausgetrocknet sind. Genau, und da haben wir natürlich auch wieder diesen Ringschluss zu den Küchenkräutern. Viele sind ja Damiazeen, die aus dem Mittelmeerraum kommen, die auch lange Trockenperioden gut aushalten. Die sind natürlich sehr geeignet für solche extremen Sommer. Definitiv, ja. Genau, und dann haben wir jetzt noch mal eine Frage zur Maat, die war vorher noch. Soll ich denn meinen Garten lieber zweimal im Jahr mähen oder einmal? Ich glaube, das ist ein bisschen schwierig, das so ganz pauschal zu beantworten. Aber das hängt von der Wiese ab. Das sagen Ihnen die Pflanzenarten dann wieder. Also ich habe deswegen meine Wiese zweigeteilt. Wenn Sie Wiesenglockenblume haben wollen und viele Margeriten, das sind Arten der zweischürigen Wiesen. Die sollten Sie zweimal mähen, also auch sowas wie Wiesenboxbart, Wiesenglockenblumen und Margeriten, die verschwinden bei mir im Teil der Wiese, den ich nur einmal im Jahr mähe. Und deswegen habe ich einen Teil, den ich zweimal mähe, da habe ich bestimmte Arten. Wenn Sie Arten haben, die Sie erst sehr spät im Jahr zur Blüte kommen, wie bestimmte Flockenblumenarten, Skabiosenflockenblume zum Beispiel, da reicht einmal mähen. Schauen Sie sich einfach die Wiesen an, von denen Ihre Pflanzen stammen. Das sehen Sie sofort. Also eine Wiese, die nur einmal im Jahr gemäht wird, sieht anders aus wie eine Wiese, die zweimal im Jahr gemäht wird. Also anhand der Pflanzenarten, die Sie im Garten haben, können Sie das bestimmen. Und ein bisschen ist auch der Boden verantwortlich. Wenn Sie magere Böden haben, dann wächst alles sehr viel langsamer. Dann reicht einmal im Jahr mähen. Je magerer der Boden, desto weniger müssen Sie tun, um viel Artenvielfalt zu bekommen. Wenn Sie einen fetten Boden haben, wo das Gras sehr schnell wächst, dann müssen Sie vielleicht sogar zwei- oder dreimal mähen. Liest du den Chat mit, Andreas? Die Niki hat nämlich eine Folgefrage. Wird vor allem Wiesenschaumkraut, das ist auch was sehr Schönes, seit ich Wiesenschaumkraut, also ich habe tatsächlich eine feuchtere Mulde bei mir in die Wiese eingebaut, wo ich Teichfolie eingebaut habe und in den Boden rein, um ein paar Arten von feuchteren
mageren Wiesen zu kultivieren. Und da ist bei mir auch Wiesenschaumkraut. Und seit ich das habe, habe ich übrigens auch Aurora-Falter im Garten, die sehr, sehr gerne Wiesenschaumkraut fressen. Und zwar vor allem an den Samenständen. Und den Teil, wenn man Aurora-Falter im Garten hat, dann sollte man nicht zu früh mähen oder das Wiesenschaumkraut stehen lassen, weil die sich auch an diesen Blütenstielen dann verpuppen. Generell, das ist was ich vergessen habe, ich mähe nicht meine gesamte Wiese radikal, sondern ich lasse immer etwa ein Viertel bis ein Drittel stehen über den Winter und mähe das dann erst im Frühjahr für die überwinternden Insektenstadien. Das ist der Teil der Wiese, der dann im nächsten Jahr nicht schön ausschaut, weil da weniger Blütenpflanzen da sind und vor allem Gräser kommen. Das ist aber der Teil, wo die ganzen Insektenlarven überwintern. Ich mache auch bewusst Heu. Also ich mähe meine Wiese und lasse das dann ein, zwei Tage liegen und trocknen, damit die Insekten von dort in den nicht gemähten Teil überwandern. Genau, gut. Ja, super. Mhm. Dann würde ich auch mal sagen, jetzt haben wir es nämlich hier 8:04. Genau. Wow, Andreas, jetzt glaube ich, hast du dir wirklich ein Getränk verdient. Ja. Vor allem habe ich jetzt dann ein Abendessen verdient und wollte meinem Sohn noch gute Nacht sagen. Der ist nämlich ab 8 meistens im Bett. Den muss ich jetzt schauen, dass ich den noch erwische. Ja, vielen herzlichen Dank. Also wie gesagt, das Angebot steht. Wendet euch gerne an uns bei von Green City. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, wir leiten das dann gesammelt weiter. Andreas, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Beantwortung der vielen Fragen und ich hoffe, wir sehen dich bald wieder. Alles klar. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern, die noch da sind und bedanke mich nochmal bei Green City für die Einladung und vielleicht bis bald. Alles klar. Tschüss. Wunderbar. Dann allen einen schönen Abend. Tschüss.